anderen, also nicht nur bei dir bin. Dann geh da rein, die sind live. Geh da rein und klär sie auf. Ja, ich mach Geh sowas da dann. rein, klär sie auf. Geh da rein und klär sie auf. Komm nicht in meinen Stream. Guck mal, kehrt erstmal an eure eigenen Haustür. Kehrt erstmal an eure eigene Haustüre, bevor ihr hier reinkommt und sagt, ja, aber Flex, ja, warum redest du über Islam? Islam, Koran. Ja, geh doch erstmal in den anderen Streams und kläre da erstmal auf. Und sag denen, die sollen aufhören, die ganze Zeit über das Christentum schlecht zu reden. Geh doch einfach mal da rein. Warum kommst du zu uns rein und sagst uns, was wir richtig machen und was wir falsch machen? Ja, du bist ein Rassist und so. Hast du mal gesehen, was deine Leute überhaupt über das Christentum sagen? Wie sie Jesus Christus beleidigen? Die größten Heuchler, die es überhaupt gibt. In Matthäus lesen wir sogar, dass ihr Heuchler seid. Mann, 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 Mann. Mensa, hast du Lust, mit dem Islam-Hotti zu reden? Der ist ein Seelenbefreier. Wer ist Islamotti? Das ist sein Name, sein richtiger Name, das ist Denk nach. Ja, soll er kommen, soll er kommen. Okay, dann hole ich. Hole ich mal Denk nach hoch. Der Islam-Hotti ist sein richtiger Name übrigens. Gottes Willen. Wunderschönen Abend, Mensa. Du und ich oder du und ich und noch 300 dazu? Also wie du siehst, sind hier nicht Komm ein 300 bisschen näher, ich höre Leute. dich nicht richtig. Wie du siehst, sind hier nicht 300 Leute, oder? Wenn wir zwei jetzt das Gespräch beginnen, ich habe mich doppelt, kannst du auch schon gehen. Mensa, also Dankeschön. Wir hatten ja letztens die Unterhaltung geführt, war auch sehr spannend. Flex, Dankeschön für die Komplimente, für die Werbung. Mir war gar nicht bewusst, dass du eine so große Furcht hast. Aber pass auf, wir machen Guck das mal, wenn heute du so. weiterhin, guck mal, ich sag's dir gleich von Anfang an. Wenn du Ja. so stöhnen willst wie dein Prophet, fange ich an, dir Fragen zu stellen. Okay? Nochmal was? Ich Hör habe nicht auf, die verstanden. ganze Zeit das zu polarisieren und hör auf zu sagen, ah, Furcht und Angst, du hast gar keine Ahnung über deine Schrift. Das haben wir bei Vita Loca gesehen, das haben wir gestern gesehen. Du hast wahrlich, wahrlich keine Ahnung über deine Schrift. Du hast echt keine Ahnung. Also, wenn du redest, rede normal, dann können wir mit dir Okay. einen Dialog führen Sehr und du wirst schön. dich auch heute, guck mal, ich prophezeie sogar, dass du dich heute wieder blamierst. Also Okay, hör das heißt, auf. wenn du Wenn du prophezeist, dann bist du prophezeist, ein bist du ein Prophet. Prophet. Mensa, du musst auch Mensa, du stimmen, musst ich habe mich stimmen, ich doppelt. habe mich doppelt. So, oder geh So, kurz oder rum, dann geh komm kurz nochmal rum. hoch. Flex, das ist in Ordnung. Du sagst, wir sollen sachlich bleiben, wie letztens. Ich fand es schön, dass du mich ausreden lassen hast, fand ich echt gut. Zumindest durfte ich vorlesen. Bei den anderen Malen hast du mich nicht weiter ausreden lassen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Stimmst du mir zu, dass wir jetzt eine Unterhaltung führen, nur du und ich? Oder sagst du, nee, du hast keine Mensa, rechten du Kompetenzen? kannst mit Mensa, du kannst gerne mit Mensa reden, das ist kein Problem. Dann kann dir Mensa gerne Fragen beantworten. Ich lasse heute bis jetzt Okay, Mensa reden. Nee, Flex, ich denke, es ist besser, wenn wir heute mal Fragen stellen, weil es reicht langsam, dass Nee, wir ihr habt doch hören. letztens Heute Fragen gestellt. Heute bin ich bin dran. ich dran. Nee, letztens hast du eine Frage gestellt, oder? Mensa, du Mensa, musst du musst raus und wieder raus rein, und man wieder hört rein, dich man hört doppelt, sich doppelt, Bruder. Bruder. So, Ja, muss jetzt Mensa. Flex. Letztens habe ich doch mit euch gesprochen, da hattest du ja Fragen gestellt. Heute wäre es nur gerecht, wenn ihr die Fragen beantwortet, die ich euch stelle. Und ich mache es auch nicht so hart. Also ich werde zu euch gnädig sein. Ich Es werde euch ist nur nicht, es eine ist nicht, es ist Frage nicht. stellen, in Klammern 3000, okay? Weil ihr sagte, zwischen 1 und 3 ist ja kein Unterschied. In Also Ordnung? erstens, was ich eigentlich von dir wissen möchte, ich Erzähl. weiß nicht, wie oft du eigentlich Du kannst auch schneller reden, ist kein Problem. wie oft willst du eigentlich auf die Schnauze fallen? Jetzt mal ohne Spaß, jetzt mal Spaß beiseite. Wie oft willst du auf die Schnauze fallen? Flex, wenn ich einmal auf die Schnauze falle, bin ich dann einmal oder dreimal auf die Schnauze gefallen? Was Du ist das bist für eine mehrmals auf die Frage? Schnauze gefallen. Mehrmals heißt mindestens zweimal, Zweimal, richtig? richtig? Du bist Du bist zweimal auf die zweimal auf die Schnauze Schnauze gefallen. gefallen. Mensa, man hört dich immer noch. Doppelt. Also das heißt, wenn ich jetzt zweimal auf die Schnauze gefallen bin, ich jetzt zweimal, also mehrmals. Aber wenn ich nur ein einziges Mal auf die Schnauze gefallen bin, Immer bin ich nur ein einziges hör Mal auf die auf Schnauze gefallen, oder? deine Philosophie und komm einfach zum Punkt. Mensa kann gerne mit dir reden, das ist auch kein Problem. Ich hole den Mensa hoch und er kann gerne mit dir reden, weil Okay. es ist langweilig mit dir zu reden, bin ich ehrlich. Mensa hat gesagt, er Und will mit dir dennoch reden. sind die Zuschauer da. Und die Zuschauerzahl hat sogar zugenommen. Genau, und wenn ich dich kicke, wird sich nichts daran ändern. Ja, das kann ja sein. Soll ich dir beweisen? Guck mal, Ich ich mache hier zeig's dir. keine Prophetien. Alles gut. Guck mal,
Bam, ich habe dich gekickt, die Zahl ist immer noch gleich. So, bin ich jetzt ein Prophet? So ein Holzkopf, ey. Ja, ich bin jetzt hier drin, guck mal, die Zahl ist gestiegen. Yeshua, Masihu Akbar! Wahnsinn, was ein Kerl, ey. Ja, meine lieben Geschwister, ich hoffe, euch geht's gut. Ne? Wir fangen jetzt einfach mal an. Elia, erstmal Bruder, jetzt, wie geht's dir? Ah, oh, Bruder, gelobt sei der Herr Jesus Christus. Und wie geht es dir, mein Bruder? Bruder, mir geht's hervorragend. Ich kann mich gar nicht beklagen. Bruder, ich glaube, langsam brauchst du mal eine Rente von diesen ganzen TikTok-Lives mit den Muslimen. Das reicht langsam. Du kommst jetzt schon graue Haare, Bruder. Aber alles gut. Ich lasse den Bruder Menzer jetzt reden. Ich hole wieder locker auch hoch. Ne, den könnt ihr, Bruder, ein bisschen mal alle Apologetik betreiben. Leute, heute sprechen wir über das zusammen. Wort Gottes. Ja, wir verkünden das Wort Gottes heute. Und falls es einen Moslem gibt, den holen wir auch hoch. Aber denkt nach, denkt ja nicht wirklich mit. Er denkt nicht nach, weil er sagt, ja, durch ihn steigen die Zahlen. Wir brauchen dich nicht, denk nach. Ja, deswegen bist du jetzt hier unten. Ne? Wir haben prophezeit. Egal. Menzer, komm, Spaß beiseite. Wir verkünden jetzt das Wort des Herrn Jesus Christus. Kann man mich jetzt hören, ja, oder? Wir hören dich super, Bruder. Okay, also erstmal denk nach, wir haben so viel Angst vor dir, weißt du, wir haben Angst vor dir, ja. Da, also wir haben Angst vor dir, okay? Such dir einen anderen Hobby, wir haben zu viel Angst vor dir, okay? So, an alle anderen hier, Gott segne euch alle, ja, schön, dass ihr hier seid. Ja, es geht hier um Jesus Christus, ich denke, das wisst ihr, er ist die Person, den die Muslime gerne als ihren Prophet hätten, ne? Aber in Wirklichkeit ist er ihr Gott, denn Jesus ist der wahrhaftige Gott, er ist die Person, die wirklich alles, was es heute gibt, erschaffen hat. Ja, Jesus ist der echte, der wahrhaftige, der lebendige Gott und der einzig wahre Gott. Alle anderen Götter, ja, wie zum Beispiel Allah, sind keine echten Götter, sondern der echte Gott ist Jesus Christus, der Gott, der in der Lage ist, Mensch zu werden, ja, ohne aufzuhören, als Gott zu existieren. Dieser Gott ist vor 2000 Jahren Mensch geworden und hat gelebt unter die gleichen Umständen wie wir. Er hat sich geopfert aus Liebe zu uns. Ja, er hat seine Liebe wirklich bewiesen. Er hat nicht einfach nur gesagt, ich liebe euch, ich bin barmherzig, so wie der Gott der Muslime, der einfach nur sagt, ich bin barmherzig, aber er beweist es nie und so. Ne? Der echte Gott hat es bewiesen, indem er Mensch wurde, aus Liebe zu uns, ja, hat sich kreuzigen lassen, ja, in der Öffentlichkeit und ist gestorben, wurde beerdigt und ist am dritten Tag wieder von den Toten auferstanden. Ja. Und dieser Gott sagt, wenn du glaubst, ja, nicht wenn du perfekt bist, nicht wenn du Geld hast, nicht wenn du gut aussiehst, sondern wenn du glaubst, ja, an ihn, dass er wahrhaftig dein Retter ist. Wenn du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, wenn du glaubst, dass er gestorben ist für dich, für deine Sünden, wenn du glaubst, dass er auferstanden ist, dann bekommst du Vergebung für all deiner Schuld. Du weißt ganz genau, und ich weiß, und Flex weiß, und Vidaloka weiß, und Elia weiß, jeder von uns weiß, dass wir Sünder sind. Wir haben alle gegen Gott gesündigt. Aber die Bibel sagt, dass Gott hat uns ein Gnadengeschenk gemacht. Das heißt, wenn wir glauben, werden wir Vergebung bekommen und wir können sicher sein, dass wir Frieden haben mit Gott, dass wir ewiges Leben haben. Denn Jesus sagte, ich bin die Auferstehung. Jeder, der glaubt, wird nicht sterben, selbst wenn er stirbt. Okay, und im Johannes 5 sagt Jesus, dass am jüngsten Tag wird er durch seine Stimme die Toten wieder auferwecken. Die Muslime und alle anderen, die ihn abgelehnt haben als Gott, die werden alle von ihm gerichtet. Okay? Aber alle anderen, die akzeptiert haben, die geglaubt haben, dass er wahrhaftig der Sohn Gottes ist, der von Natur aus Gott ist, und alle anderen, die geglaubt haben, dass er wirklich gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist, diese Menschen werden alle ewiges Leben erlangen. Nicht durch ihre Werke, sondern einfach, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben. Und deswegen, aus Liebe zu euch, also falls du noch kein Christ bist, wirklich, diese Botschaft wird als Evangelium bezeichnet, die frohe Botschaft, die rettende Botschaft. Es gibt keine andere rettende Botschaft. Das ist die einzige rettende Botschaft, die du jemals in deinem Leben hören wirst. Deswegen, wer auch immer du bist, wirklich, ich werde dich nicht zwingen. Ich will einfach nur, dass du gehört hast,
dass Gott dich liebt und dass er einen Weg geschaffen hat, wodurch du gerettet werden kannst. Ob du das glaubst oder nicht, das ist dir komplett überlassen. Am Ende des Tages wirst du dich alleine vor Gott verantworten müssen, warum du diese Botschaft abgelehnt hast. Ja, aber mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass jeder, der hier drin ist, an Jesus Christus glaubt. Nicht als ein Prophet. Ja, er war ein Prophet, aber das ist nicht alles, was er war. Ja, er hatte viele Funktionen, aber dazu werden wir später mehr sagen. Deswegen glaubt an den Herrn Jesus Christus und du wirst ewiges Leben bekommen. Amen. 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 So, Sandra, ich mach dich groß. Dann kannst du jetzt mal ein bisschen reden. Komm, Schwester. Hallo, ich bin gerade reingekommen. Auf keinen Fall. Ja, natürlich. Komm, schieß los. Jetzt tu nicht so. Komm. Ich wollte einfach sagen, dass am Ende des Tages, egal wie die Debatten laufen, egal ob gut gegen schlecht oder wie auch immer ihr das quasi verurteilt oder nicht, ja, egal ob Muslim oder Christen oder wie auch immer, am Ende des Tages, weil Gott kennt dein Herz, ja, und man braucht sich gar nicht rechtfertigen. Null, weil Jesus dein Herz kennt. Das wollte ich einfach sagen. Sehr ich schön. Nicht weniger. Nee, sehr schön. Hast du schön gesagt. Hast du schön gesagt. Amen. Gut, dann mache ich mich mal wieder groß, ne? Und alle Ehre dem Herrn, Jesus Christus. Sag mal, was ist heute mit meiner Leiste los hier? So, jetzt können die Brüder und Geschwister alle wieder liken. Wir haben einen Gast, der Retarat oder Arat. Ich sage jetzt einfach mal Arat. Was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Wie geht's dir? Hallo, alles gut bei euch? Uns geht's hervorragend. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ja, bis jetzt nicht so ganz gut. Irgendwie habe ich mich, keine Ahnung, fühle mich nicht so gut, aber es wird besser. Danke. Okay. Bist du Moslem oder bist du Christ? Nein, ich bin Christ. Orthodox. Okay. Okay, ja. Bevor du redest, möchte ich nur kurz was sagen. Gerade eben hat einer in den Kommentaren reingeschrieben, Jesus ist Moslem. Hm. Das ist eine Blasphemie, ja. Eine ganz, ganz große Blasphemie. Warum ist es eine Blasphemie? Denn kommen die Muslime und sagen immer wieder, hey, Jesus hat gebetet wie ein Moslem. Als er auf die Knie gegangen ist und Kopf zu Boden, hat er zum Vater gesprochen. Darf man laut Islam zu Allah Vater sagen? Nein, darf man nicht. Also wie kommt ihr darauf, dass er Moslem war? Und wenn ihr sagt, er hat gebetet wie ein Moslem, dann habt ihr es von uns kopiert. Ganz einfach. Ihr betet, wenn dann so wie wir. Nicht wir wie... Amen. Und genau, ganz einfach, ja. Da müssen wir einfach ehrlich sein. Ihr betet so wie wir, wenn dann. Es ist andersrum, ja. Weil wir waren ja zuerst da und dann seid ihr 600 Jahre später erst gekommen, ja. Das ist ein Riesenunterschied. Das Problem bei euch ist, ja, so wie die Schriften es auch sagen, ihr seid Heuchler. Ja, ihr seid wirklich Heuchler. Das muss man leider sagen, ja. Noch diese Lügen zu verbreiten und zu sagen, hey, Jesus hat gebetet wie ein Moslem, er war ein Moslem. Nein, ihr betet so, wenn dann wie wir. Habt ihr mal gesehen, wie Orthodoxen beten? Wenn, dann habt ihr das von den Orthodoxen kopiert. Ja? Und nicht wir beten wie ihr. Das ist falsch. Wrong. Ja? Und genau mit so einer Frucht, mit einer verdorbenen Frucht, ja, verführt ihr dunkelhäutige Brüder und verarscht sie. Und das ist traurig. Ja? Dass meine Brüder, ja, die aus meinem Land kommen, von Leuten wie euch verführt werden, dass sie den Islam annehmen sollen. Hey, guck mal, Jesus hat gebetet wie ein Moslem. Und das. Das ist, weil unsere Brüder die Schriften nicht kennen. Und deswegen lassen sie sich so leicht verführen. Würden sie die Schrift kennen, Leute, ich küsse doch eure Herzen, würden sie die Schrift kennen, würden sie niemals euch folgen. Sie würden eher auf euch spucken, als euch anzunehmen. Aber das ist das Problem bei uns Dunkelhäutige. Ja? Die meisten lesen nicht. Die meisten lesen nicht. Weil würden sie das erkennen, was da drinnen steht, würden sie das erkennen, würden sie die Hadithe lesen, die würden sich so von euch entfernen und sagen, hey, verschwinde. Ich will nichts mit deiner Religion zu tun haben. Du dienst den Teufel. Son of the Devil. Ja.
oder? Amen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir in der Wahrheit sind und dass wir jeden Tag darüber sprechen können. Ja, wir verkünden die Wahrheit, wir bleiben bei der Wahrheit und Jesus Christus ist die Wahrheit, die Ewigkeit und das Licht in aller Ewigkeit. Amen. Amen. Wir folgen hier keinem Satan. Wir folgen hier nicht irgendeiner Religion, die 600 Jahre später kommt und uns sagen möchte, hey, you know what, Mohammed sallallahu alaihi wasallam, mit ganz viel Gammelhonig, mit so viel Gammelhonig schmiert ihr damit, was die Brüder und die Geschwister in den Mund, so dass sie euch glauben. Bruder Flex. Nur mit Lügen kommt ihr. Ihr seid nicht in der Wahrheit. Und ihr seid auch nicht gekommen, um die Wahrheit zu hören. Ihr seid gekommen, um zu heucheln. Vielen Dank für die Rosen, aber bitte gib die Rosen an Flex weiter. Um Himmels Willen, nein. Bei meiner Steuererklärung wird es sehr kompliziert. Bitte gibt alle Rosen, Flex. Ja. Bruder Flex, darf ich kurz was sagen? Zum natürlich, Thema. Bruderherz. Natürlich, Bruderherz. Go. Also. Guck mal, wir machen dich auch groß und dann lassen wir auch gleich wieder locker ein bisschen reden. Ne? Habib, Dankeschön. Ja. Also Leute, das, was der Bruder Flex gerade eben gesagt hat, das stimmt zu 100%. Warum? Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich war selber 24 Jahre Muslim. Ich weiß, was ich gefühlt habe. Und ich weiß, mit was ich gerade kämpfe. 24 Jahre lang hatte ich nur purer Hass auf Christen, Juden, Andersgläubige. 24 Jahre lang habe ich denselben gehassten, verhassten Gott gefolgt. Einen Propheten, der nur Hass gepredigt hat. Einen Propheten, der nur die Gelüste dieser Welt gefolgt hat. Einen Propheten, der gesagt hat, meine lieben Muslime, meine Gefolgschaft, geht zu Rom, dort sind Blondinen. So einen Propheten habe ich gefolgt und so einen Propheten folgen die Muslime. Genau die Muslime von heute, die diesen Prophet zum Idol nehmen, tun das Gleiche. Sie heiraten Minderjährige, sie töten andere Christen, sie vernichten, sie rauben, sie heucheln, sie lügen. Taqiyya, was ist Taqiyya? Taqiyya ist Lüge, damit der Islam gut dasteht. Steht irgendwo in der Bibel, ihr sollt lügen, damit das Christentum gut dasteht? Nein, die Bibel sagt komplett was anderes. Die Bibel sagt und verkündet die Wahrheit. Ja. Die Bibel sagt, verkündet die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist der Herr Jesus Christus. Der Koran, sagt nicht, verkündet die Wahrheit. Der Koran sagt, verkündet den Propheten. Der Koran sagt, verkündet, was im Paradies ist. Dort sind Frauen, dort sind alle alkoholischen Getränke, dort sind viele Sachen, dort sind Sklaven, dort sind Engel, die als Sklaven dargestellt werden. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor, ein Koran, das sagt, die Engel werden eure Sklaven sein. Wer sagt das bitte? Welche Religion sagt das? Nicht mal die Juden sagt das. Nicht mal die Japaner oder irgendwelche andere Religion sagt, dass die Engel dort Sklaven sind. Nicht mal irgendeine Religion spricht davon, dass ihr dort oben Sklaven bekommen werdet. Dass ihr oben Gelüsten bekommen werdet. Nein, ganz im Gegenteil. Im Koran sagt entweder, du glaubst oder du wärst vernichtet. Richtig. Allah ist derjenige, der das Böse erschafft. Warum? Weil es gibt einen zweiten Glaubensbekenntnis und das sagen die Muslime nie, das erwähnen die sogar nie. Was ist das Glaubensbekenntnis, das zweite Glaubensbekenntnis? Es gibt erstmal die Schahada und dann gibt es Allah, alles Böse und Gute kommt von Allah. Stellt euch das mal vor, könnt ihr sowas zu Jesus sagen? Könnt ihr sagen, alles Böse kommt von Jesus? Niemand kann das, niemand, absolut niemand. Warum? Weil das Böse haben wir Menschen erschaffen. Richtig. Das war's. Bruder Flex, Amen. Ich wollte noch was sagen. Wir schwalmen es Akbar. Amen, Amen. So, erstmal Arad 810, wenn du eine Frage hast, kannst du die Frage stellen, den hole ich noch jemand anders durch. Ja, ich würde eine ganz kurze Frage nur stellen und dann noch etwas anderes sagen, wenn es geht, ganz schnell. Meine Frage ist nur wegen dem Noah, der ist ja eigentlich auch Christ, oder?
Nee, nur der vorhin reingekommen ist, ist ein Undercover. Er ist ein Moslem übrigens. Ja. Entpumpt er sich als Islam Hotti. Islam Hotti ist der Denk nach. Und übrigens, Islam Hotti ist sein richtiger Name. Er ist ein Seelenbefreier. Er befreit Seelen. Achso, der ist also nicht so. Ich dachte, der wäre in Ordnung, also. Nein, 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 nein. Das ist ein totaler Heretiker. Ah, okay. Und jetzt wollte ich noch was sagen. Wegen er ist der Sohn des Teufels. Er dient dem Teufel. Genau. Jetzt wollte ich noch was sagen wegen dem Thema von vorhin. Du hast ja gesagt, dieses Beten haben ja die Muslime auch von uns abgeguckt, ne? Richtig. Das Beten und haben die Beispiel, von uns abgeguckt. Ja, ja, richtig. Das stimme ich dir auch zu. Und meine Frage ist, ne, an die Muslime, es ist wirklich mit Respekt, ne, also nicht böse nehmen. Ihr habt auch die Beschneidung von den Juden abgeguckt. Ihr habt das Fasten von uns abgeguckt, die traditionellen Feste. Wie könnt ihr dann uns sagen, wir gehen der Sache falsch nach und ihr macht alles richtig? Hä? Es gab keine Beschneidung. Es gab im Alten Testament Beschneidung. Nein. Im Alten Testament Glauben, gab es, Jesus hat die aufgehoben. Aber du gehst nach dem Alten Testament, nicht nach dem Neuen Testament. Ja, ja? Im Alten Testament gab es die Beschneidung und ihr habt das davon abgeguckt. Und Jesus hat im Neuen Testament dieses Bündnis aufgehoben. Aber ihr habt alles übernommen, die Juden und die Christen, habt ihr alles nochmal, Altes Testament, Neues Testament, nochmal, Altes Testament, Neues Testament. Genau. Ja, ich habe das Neues Testament. Ja, also wie gesagt, Neues Testament, Neues Testament ist für uns, Altes Testament ist richtig. Für die Juden. Ja. Richtig, ne? Aber ich verbinde auch das Alte Testament mit dem. Nein, warum verbinden? Wer gibt dir das Recht, das zu verbinden? Darf Wer? Ich? Wer? Hat Gott zu dir gesprochen, dass du das verbinden kannst? Oder warum verbindest du das? Weil es auch im Alten Testament. Warum verbindest du das? Jesus. Warum verbindest du das Alte Testament mit dem Neuen Testament? Und warum machst du Christen in der Neuzeit jetzt damit oder? Ja. Nein, guck oder mal, warum, Schwester. Warum ich weiß nicht, wer gerade, ganz kurz, hallo. Ja. Ich weiß, wer gerade redet, aber alles, was er damit sagen will, ist, dass die Muslime die Beschneidung von uns kopiert haben. Das ist alles, was er damit sagen will. Ja, ich glaube, wenn er sagt Christen, dann meint er einfach nur die Bibel, weil Beschneidung kommt ja von der Bibel. Es ist ja aus dem Alten Testament. Ja, und alles, was er damit sagen will, ist, dass zum Beispiel Beten mit dem Kopf auf dem Boden, das haben die Muslime von uns geklaut, ne? Und Beschneidung genauso. Mehrere Sachen haben die übernommen und dann sagen die uns, wir machen alles falsch. Genau, das ist alles, was er dann sagt. Macht ihr ja. Ihr macht alles falsch. Wir machen doch nicht, warum machen wir alles falsch? Ja, weil ihr nun nach Schema quasi im Alten und im Neuen Testament. Ich denke, Schwester. Ich denke, kein Muslim. Ah. Okay. Achso, wir sind also nicht die richtigen Christen, okay. Dann ich lerne. Okay. So, jetzt bin ich wieder zurück. Arad, was bist du denn? Bist du orthodox? Was bist du denn? Ja, ich bin orthodox, ich bin Aramäer. Ja, alles gut. Hey, ja, orthodox. Ja, dann lernst du einfach mit. Alles gut. Ne? Wir können nicht alles wissen. Nein, ich kann auch weitergeben ein paar Dinge, aber es war eine ganz normale Frage. Ich weiß gar nicht, warum sie sich jetzt aufregt. Nee, sie regt sich nicht auf, alles also gut. Also ich reg mich null auf. Okay. Ich weiß, was du als aggressiv siehst oder nicht. Nein. In deinem Glauben, ja. Also ich reg mich null auf. Also meine Mutter hat immer zu mir... Das ist nur die temperamentvolle Stimme. Ja, alles gut. Meine Mutter hat immer zu mir, als ich klein war, ne, ein kleines Kind, gesagt, wenn dich jemand fragt, wer du bist, was für eine Religion du hast, dann sag immer, ich gehe den Weg von Jesus. Mehr nicht. Was hat deine Mutter dich von Anfang an gelehrt? Den Weg von Jesus? Oder? Ja, natürlich. Und das behältst du bei? Das behältst du jetzt auch? Was? Ich habe ja auch im Hintergrund auch ein bisschen zugehört. Der Bruder hat eigentlich nichts Falsches gesagt. Nein. Weil wirklich die Beschneidung haben ja die Muslime vom Alten Testament genommen. Nein, aber Beschneidung geht gar nicht. Ja, geht ja auch nicht, sage ich ja nichts. Aber wie gesagt, der Jesus kam ja und hat das aufgehoben. Und dann sagen die, ja, bei euch im Christentum war doch auch die Beschneidung. Ja, aber vor Jesus Zeit. Das war vor Jesus.
weiß nicht, ob du als Kind beschnitten worden bist oder nicht. Nein. Auch wenn, es tut mir leid, aber es ist nicht christlich. Ich bin nicht beschnitten. Also bitte, alles gut, Leute. Bitte, Sandra hat einfach eine laute Stimme, deswegen Leute nicht falsch verstehen. Nein, ist alles gut. Meine ist auch nicht gut. Tut mir leid. Sandra, ja. Alles gut. Okay. Tun wir fortfahren. Arad, wenn du keine weiteren Fragen hast, Bruderherz, ich nehme dich nachher hoch, wenn das okay ist. Ich möchte, dass es ein bisschen fair bleibt. Ist das okay, Bruder? Ja, natürlich, alles gut. Ich bleib drin. Kein Problem. Und ich gebe dir mal ein Follow, Bruder, ja? Ich gebe dir mal ein Follow. Oder ich mache mein Mikro aus und sage nichts mehr. Ist das okay? Oder tu mich raus, tu einen anderen rein. Ich stell noch mal eine Anfrage, ist kein Problem. Alles klar. Okay, alles klar. So, okay. Mensa, willst du fortfahren oder soll ich machen? Raffi, John, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich glaube, wir haben ja einen Gast, war diese It's irgendwas, It's Mesa oder okay, It's Mace, du musst dich entstummen. Ich habe mal eine Frage. Ja, stell uns die Frage, gerne. aber ganz wichtig, hat deine Mutter dir nicht beigebracht, wenn du irgendwo reinkommst, die Leute zu begrüßen und auch die Zuschauer? Du kannst dich ruhig entstummen. It's Mace, ja, du kannst dich entstummen. Mach den runter, Bruder. Hallo, erstens, ich bin 15. Oh my God. Do you want to destroy my stream? Oh, Jesus Christ. Okay, dann hole ich jemand anders hoch. Ganz kurz. Naja, das wird ja immer schlimmer. Die schicken ja nur noch ihre Kinder. Ey, das ist ja schlimm. Guten Tag zusammen. Ja, guten Tag zusammen. Alles klar? Ja, uns geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich habe ein paar Fragen. Vielleicht willst du mich gerne beantworten. Ja, die Frage, also du kannst gerne Fragen stellen, das ist kein Problem. Die Frage ist, hast du überhaupt in deiner Religion, hast du überhaupt den Wissensstand? Weißt du überhaupt was über deine Religion? In meiner Religion? Genau. Ich hab über meine Religion gar nichts geredet. Ich habe nicht gefragt, ob ich eine Religion habe oder nicht. Ich bin nix. Okay, sag, dass Mohammed in der Toilette wohnt. Wie bitte? Wenn du sagst, du hast keine Religion, dann sag, dass Mohammed in der Toilette wohnt. Wie Mohammed in der Toilette wohnt? Sag, dass Mohammed in der Toilette wohnt, wenn du sagst, du hast keine Religion. Ich verstehe dich nicht. Mohammed in der Toilette wohnt? Sag, dass Mohammed in der Toilette wohnt. Wenn du sagst, du hast gar keine Religion, dann sag, dass Mohammed in der Toilette wohnt. Mohammed in der Toilette wohnt und dann? Sag, Mohammed wohnt in der Toilette. Mohammed wohnt in der Toilette und dann? Okay, alles klar. Ich verstehe dich jetzt gerade gar nichts. Wie willst du das erreichen oder was willst du erreichen? Ja, du hast ja, egal, stell die Frage. Ja, was ist denn deine Frage? Die Frage ist, mein Bruder, das ist meine Meinung. Du kannst also doch sehr gut Deutsch. Also sprech mir nach. Mohammed? Ich hab dir schon gesagt, Mohammed wohnt in der Toilette und dann. Mohammed? Ich sprich nicht was beleidigt die anderen. Sprich mir mal nach, Mohammed? Ich sage jetzt mal deinen Satz. Aber sprich ich mir mal niemanden. Nach, Mohammed? Sag's mir deinen Satz komplett und Mohammed? Wenn ich den Verstand habe. Hör mir bitte zu, bitte. Okay. Bitte hör mir zu und dann. Guck, du kannst mich nicht erzwungen, jemanden zu beleidigen. Ich will niemanden beleidigen, ja? Ich will nur eine Frage stellen. Verstehst du? Wenn du mir diese Frage beantworten, dann bin ich glücklich. Wenn du nicht kannst, dann kann ich auch gehen und wünsche dir auch schon da, wie du willst. Murat, guck mal, Murat, du musst ehrlich sein. Ich weiß, dass du ein Moslem bist. Du warst heute bei mir im Stream, richtig?
Nee, ich war nicht. Ich war bei der Arbeit. Ich bin gerade gekommen. Warum lügst du? Du warst bei mir. Warum lügst du? Pass auf, zeig's mir, dass ich bei dir gewesen bin und dann ich gebe das zu, dass ich... Ich war nicht, ich war bei der Arbeit, hör mal zu. Hast du mich schon vergessen? Du warst heute bei mir im Stream, wir haben sogar geredet. Ich habe dich dann gekickt. Nein, wir haben nicht geredet, Bruder. Wir haben nicht geredet. Mein Freund, du warst heute bei mir im Stream, ich habe dich gekickt. Okay, kannst du mir wirklich beweisen, dass wir geredet haben? Egal. Was hast du für Fragen? Was ist los? Was hast du für Fragen? Was ist deine Frage? Kopf. Meine Frage ist, bitte, ich finde, es ist etwas unfair gegenüber von anderer Religion, entspricht Juden oder Muslimen oder dass die zeigen her, wir sind die Bestens, die anderen sind schlecht und so. Ich glaube, macht eure Religion mit viel Respekt und Liebe, aber... Okay, du bist Muslim, wir hören schon raus, you're a Muslim, all fine. Ja, und dann bist du Muslim weiter oder? Murat, ist für dich respektlos. Keine Rolle, meine Freunde. Aber Murat, ist für dich respektlos, wenn wir was vorlesen? Wie bitte? Also ich wiederhole es nochmal von wieder Lukas Seite. Ist das respektlos, wenn wir deine Quellen lesen und zitieren? Ist das respektlos? Ich habe keine Quellen, ich habe nur eine Frage. Willst du mich diese Frage beantworten? Dankeschön. Willst du nicht? Dann geh, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe auch nicht so viel Zeit, weil du verschwendest unsere Zeit. Warum? Weil ich dich eine Frage stelle? Normalerweise sagst du... Ask a question. Don't be like a pagan. Ask a question. Go. Ask. Thank you. That relaxed. Thank you for being a pagan. Sure, yeah. Die Frage ist so... Yeah. Ich bin ungefähr seit 4 Monaten jetzt mit der Bibel beschäftigt. Okay. Ich habe die Bibel jetzt vor und ich wollte hier dieses Moses. Wo ist das? Moses. Nee. Balsam, Psalm 137.9. Was? Guck mal, siehst du? Balsam. Er hat genau die Frage bei mir gestellt. Ich habe vor dir vor 2 Tagen am Montag gesprochen, nicht heute. Alles gut, vor 2 Tagen. Alles gut. Jungs, bitte lass uns darauf eingehen. Alles gut. Kinder sollen zernichten. Genau. Also und das soll ich vorlesen. Murat, ich schäme mich nicht für meine Bibel. Soll ich vorlesen, was da drin steht? Genau, bitte. Okay, also zuerst nur Vers 9. Wohl dem, der dein Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsgestein. Ja. Ein Vers habe ich gelesen jetzt. Was willst du uns sagen jetzt? Ob die Kinder sollen zernichtet werden, okay. Und dem dein Kindlein... Wir gehen mal darauf ein. Wer, wann, wo... Warum und wer hat mit wem gesprochen? Ja, ich frage dich. Du hast doch uns gut. Den Vers gegeben. Hast du den Vers verstanden, um was es geht? Ja, kannst du mir das erklären? Hier steht nur Kinder sollen zernichtet werden. Nurat, hallo, du musst mir zuhören. Nochmal, Nurat. Du hast uns doch einen Text gegeben, richtig? Ja. Okay, jetzt, damit ich darauf eingehen kann, wer hat mit wem, wo, wann und warum? Um was geht es denn da? Ja, dann kannst du mir erklären, wer hat mit wem und wo und wann, warum. Ja, aber du hast uns doch den Vers gegeben. Ich dachte, du hast es vielleicht gelesen. Hast du den kompletten Psalm gelesen? Ja, da steht hier, Psalm 137,09. Wohl dem, der deine junge Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Okay, egal, ich beantworte ihn. Okay, also, okay. Erstens, Murat, wie gesagt, du hast vorhin wieder gelogen. Erstens, du hast gelogen, dass du kein Moslem bist. Zweitens, du hast gelogen, dass du bei mir warst. Ja, du hast gerade zugegeben, dass du bei mir warst. Und du hast genau die gleiche Frage. Moment. Beweis mir, dass ich heute bei dir gewesen, heute oder gestern. Beweis mir das. Okay. Ich war nicht, ich war bei 2 Tagen bei dir und ich habe dir gesagt, wo wir Spaß gehabt haben, wo ich dir gesagt, seid mir nicht Religion feiden, spricht über eure Religion, aber berührt nicht die andere. Alles klar, aber ich Fakt ist,
Alles klar, Fakt ist, du hast, als du bei mir warst, gesagt, dass du ein Moslem bist und ich hab, du hast mir die gleiche Frage gestellt, ich habe dir eine Antwort gegeben. Und jetzt Mensa, Matunach, du, you're a waste of time. Ja, selbstverständlich, okay. Servus, Jungs. Because, oh, der ist gekommen, der verschwendet, guck mal, seit 15 Minuten ist er hier drinne. Der hat so unsere Zeit verschwendet, lügt und sagt, er sei kein Moslem, er hat momentan gar nichts. Und dann erfahren wir, dass er doch ein Moslem ist, anhand das, was er sagt. Ey, wie kann man sich so verändern? Das ist so schlimm. Egal. Egal, alles gut. Egal. Bei aller Liebe, wir bleiben in aller Liebe. Wir machen jetzt einfach weiter. Ansonsten verkünden wir gleich das Wort. Ich fange dann auch gleich an. Kollege, du machst Kaffeepause. Wir hören dich nicht, wenn du rausgehst aus der App. Ne? Wollen wir dir nur mal mitteilen. Immer noch Hört ihr mich jetzt? Wir hören dich jetzt, ja. Hey, Jungs, ihr seid alle Christen, oder? Wir sind alle Christen, außer ich bin ein Salachrist. Okay, ich bin auch Christ, ich bin Assyrer, ich bin genau die gleiche Nationalität, was Marmari hat. Ja. Schaut, Jungs, ich schmeiß nicht böse oder so. Ja. Es ist alles schön und gut. Ihr beschützt Marmari und ihr beschützt Marmari vor diese schlecht geredene von Muslimen. Ja. Ihr habt 100% recht, ihr macht das schön. Aber was mich als Christ aufregt, wirklich, ist, dass, warum wir diese Thema so offensichtlich auf Social Media machen. Warum tun wir nichts mit der Hand, anstatt einfach rumzudiskutieren? Wir unterstützen. Was hilft uns diese Diskussion? Dass die Leute erfahren, was da eigentlich wirklich abgeht. Und ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, dass wir dem Bruder zeigen und dass wir ihn zeigen, dass wir ihn lieben. Also ich sehe da gar kein Problem dahinter. Okay, Bruder, du hast 100% recht. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir müssen das zeigen, damit die Leute erfahren, wie aggressiv die andere Seite ist. Und damit meine ich die Söhne des Teufels. Und deswegen müssen wir so solche Sachen zeigen, dass die Leute sehen, hey, guck mal, wie sie sind. Tut mir leid für das, was du sagst, das ist falsch, du sagst Söhne des Teufels. Erstens, Marmari hat gesagt, er liebt die Muslime. Es gibt auch ein Video auf Englisch, ich kann dir gerne den heute schicken, wenn du den dir anhörst. Keiner hat gesagt, dass wir sie nicht lieben, aber sie dienen den Teufel. Das ist leider die Wahrheit. Bruder, Marmari hat gesagt, wir sollen uns, ich bin Assyrer, es gibt Videos auf meiner Muttersprache, wie er redet. Du weißt, glaube ich, was Assyrer sind, oder? Ja, wir haben sogar assyrische Flaggen hier, also alles gut. I love my Assyrian brothers, don't worry, all good. Okay, all good, Brother. Aber was mich wirklich so stört, warum wir das so nichts, wir einfach tun, nicht wir reden und wir tun das. Komm, soll jemand in mein Gesicht kommen und was, sagen? Was willst du tun, mein Bruder? Über was sprichst du? Was willst du tun? Genau. Bruder, wir können vieles tun. Aber was willst du tun? Schau mal, Bruder, was ich damit sagen will, sollen diese Menschen reden bis zum geht nicht mehr, diese muslimischen Menschen, weißt du? Weil der so redet, ist Mutachallif, Mutachallif heißt, so man ist dumm im Kopf, man checkt nicht, weißt du? Es geht mir nur darum, wir sammeln Fame, jeder sammelt Fame. Warum sammeln wir Fame über auf Marmari sein Nacken? Marmari ist... Warum sammeln wir jetzt Fame, mein Bruder, ich mache das hier, bevor Marmari irgendetwas angetan wurde, weißt du? Okay, aber ich habe Marmari, nicht einmal gekannt, ich wusste nicht einmal, wer das ist. Nein, ehrlich, weißt du, also ich weiß nicht warum, also ich will nur wissen von dir, was willst du machen überhaupt, was sprichst du, was ich sollen wir machen? Das, was ich mache, dass es wirklich falsch ist, tut mir leid, ich bin... Okay, Asuri, danke, ist kein Problem, du hast uns die Erleuchtung gegeben, wir wissen jetzt Bescheid. Wir werden es zu Herzen nehmen. Ich bedanke mich jetzt erstmal vorerst und ich würde gerne weitermachen. Alles gut. Okay, darf ich noch was sagen? Gerne. Mach bitte so nicht weiter. Alles klar, okay. Vielen, vielen Dank. Alles gut. Weil ihr stellt uns schlecht dar. Okay, alles klar. Vielen Dank. Euch schlecht, euch Muslime, oder wer meinst du euch schlecht? Okay,
bei aller Liebe, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jetzt glauben soll, was er da jetzt alles sagt, weil wir stellen hier keine Assyrer schlecht dar. Warum ich das sage? Wir lieben Assyrer. Und ich bin fest davon überzeugt, jeder Assyrer, der diese Unterstützung hier sieht, dass wir den Mahamari unterstützen, würde niemals hier hochkommen und sagen, hey, warum hast du das Bild von Mahamari? Also ich bin ehrlich, das verwirrt mich gerade. Also er hat gesagt, er ist Assyrer, aber es verwirrt mich echt ein bisschen, dass er so redet. Das ist ein bisschen komisch, dass er so redet. Also warum stellen wir Mahamari schlecht dar? Das ist unser Bruder im Glas. Das ist unser Bruder. Ja, das ist unser Bruder. Also natürlich wollen wir unseren Bruder unterstützen. Natürlich stellen wir unseren Bruder dar, dass wir ihn zeigen und sagen, hey, guck mal, was mit dem Bruder passiert ist. Ja, und übrigens, der Angreifer, der ihn angegriffen hat, der hat drei Finger, TikTok sportlich, ja, Yeshua al-Masihu Akbar, ja, Yeshua al-Masihu Akbar, er hat seine Finger verloren, sehr gut, ja, während er das getan hat, hat er noch seine Finger gleichzeitig verloren, Yeshua al-Masihu Akbar, ganz einfach, an die ganzen Aramäer, ganz, ganz viel Liebe an euch, an jeden Aramäer, der hier drin ist, an die ganzen Assyrer, die hier drin sind, Leute, wir lieben euch von ganzem Herzen, deswegen so eine Aussage von den Kollegen, der reingekommen ist, finde ich ein bisschen seltsam, I don't know, ich kann es jetzt nicht einschätzen, ob er wirklich Assyrer ist, aber das ist schon für sein, so wie er redet, ein bisschen seltsam, aber okay, wir bleiben einfach dabei, no problem, ich lasse jetzt Menzer reden, einmal noch, Leute, und dann fange ich an und dann fangen wir mit das Alte Testament an. Es geht um Jesus ist Yahweh. Darüber werden wir heute sprechen. Ich mache jetzt mal Menzer groß. Ja, yeah, meine lieben Geschwister, also der Bruder, der sich gerade als Christ ausgegeben hat, hat behauptet, wir sollen nicht weitermachen, wie wir bis jetzt tun. Und das wäre natürlich gegen Jesus Christus. Das war genau das Gegenteil von dem, was Jesus Christus gesagt hat. Geht in die Welt hinaus und predigt das Evangelium, okay? 1. Petrus 3, Vers 15 sagt, seid immer bereit, Rechenschaft zu geben, wenn euch jemand fragt, warum ihr so viel Hoffnung habt in Christus. Wir sollen immer bereit sein, das Wort Gottes weiterzugeben. Klar, wir sollen nicht sinnlos hin und her diskutieren, ja, aber TikTok ist eine gute Plattform, um das Wort Gottes zu verbreiten. Selbst Mahamari, ja, woher kennen wir denn alle Mahamari? Wir kennen ihn alle durch TikTok. Ja, durch TikTok sind wir alle auf ihn aufmerksam geworden. Und genauso hat uns der Herr diese Gelegenheit gegeben. Es geht hier nicht um Fame, sondern es geht um das Wort Gottes. Wir nutzen TikTok, um das Wort Gottes zu verbreiten. Das mal dazu. Also Jesus Christus ist der Grund, warum wir hier sind. Das wird auch das heutige Thema sein. Jesus ist Gott. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mit den Geschwistern, euch die Beweise zu geben. Wir sehen in der Schrift, jeder, der die Bibel liest, sieht direkt im ersten Buch Mose, ja, wenn ihr das zweite Kapitel liest, oder ich glaube, es war das dritte Kapitel, wo die Menschen gesündigt haben, da sieht man, dass der Herr Gott im Garten von Eden gewandelt ist. Ja, was sagt uns das? Es sagt uns, dass Gott einer ist, der gerne Gemeinschaft hat mit seinem Volk. Ja, Gott ist schon damals im Garten von Eden gewandelt. Wir sehen genau das Gleiche bei Abraham. Ja, Gott ist Abraham erschienen und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ja, wir sehen das Gleiche bei Mose. Gott ist Mose erschienen, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Wir sehen das Gleiche bei Jakob. Wir sehen das Gleiche bei Jesaja. Wir sehen das Gleiche bei Daniel. Wir sehen das Gleiche bei fast allen Propheten, dass Gott ein Gott war, der von seinem Volk nicht fern war, sondern sehr, sehr nah war. Das war sogar so krass, dass Gott eine Stiftshütte bauen lassen hat. Ja, ihr kennt ja die Stiftshütte. Damit er da wohnt, ja, mitten unter seinem Volk. Wir sehen genau das Gleiche, als Salomo den Tempel gebaut hat, ja, für Gott, dass Gottes Geist darin gewohnt hat. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass Gott gerne Gemeinschaft hat mit uns. Und dieser Gott, ja, der Gott, der sich schon im Alten Testament mehrmals auf verschiedene Wegen offenbart hat, hat sich vor 2000 Jahren, ja, als Mensch offenbart, in Person seines Sohnes Jesus Christus. Der ewige Gott wurde Mensch. Ja, er kann das tun, er muss es nicht tun, aber er kann tun, was er will. Muslime sagen immer, wie könnt ihr sagen, Gott wurde Mensch? Warte mal, ich dachte, Gott kann tun, was er will. Wer bist du, dass du Gott sagen willst, was er kann und was er nicht tun kann? Richtig. Ja. Hallo, wenn schönen Gott, guten Abend zusammen. Bitte kurz stummen aus Respekt, bitte. Flex, Pamono, Oye Fik, Pamono.
Rudi, Rudi, mir persönlich okay. Rudi, aber Rudi, hast du mir. Okay. Ja, also jetzt wurde ich unterbrochen, aber ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ne? Dieser Gott, der ewige Gott, ne, wurde Mensch. Ja, er kann tun und lassen, was er will. Das hat er getan, nicht aus Spaß, sondern es gab nun mal keine andere Möglichkeit. Ja, er hatte keine andere Option. Okay, wir Menschen haben gesündigt. Wir waren auf dem Weg in die Hölle. Muslime sind immer noch auf dem Weg in die Hölle. Warum? Weil sie Jesus Christus ablehnen. Jeder, der Jesus ablehnt, ist Quatsch, auf dem Weg. Keine Muslime lehnt den Jesus ab. Bleib mal da stehen. Okay, sei erstmal ruhig und wenn deine Eltern. Verstellung, oder? Ja. Kein Muslim. Bitte stumm bleiben aus Respekt. Bitte. Nutella, bitte lass mich zu Ende reden. Danach aus Respekt, gerne bitte keine Unterstellung machen. Ich bin. Ja, aus Respekt stumm dich, sonst schmeiß ich dich raus. Ja, Kafe. Bitte. So, liebe Leute, tut mir leid. Kafir sind die. Oh Mann, ey, wirklich. Okay. Out. Also. Ja, Kafir. Out. Ja, Kafir. Out. I cast you down. Ja, Kafir. Down. Down. Go down. Jetzt, Bruder. Ja. Also, liebe Leute, wie gesagt, unser Gott ist ein Gott, der uns nah ist. Okay. Und das Problem ist, die Sünde hat uns von ihm getrennt. Ja, die Sünde hat dafür gesorgt, dass wir Menschen auf dem geraden Weg, ja, in die Hölle waren. Ne? Wir Christen, bevor wir Christen waren, waren wir auch wir in die Hölle, auf dem Weg in die Hölle. Genauso wie alle anderen, die Jesus nicht haben, die sind alle auf dem Weg in die Hölle. Es sei denn, dass sie umkehren und an Jesus glauben. Warum? Ein einziger Grund. Jesus, ja, ist an unserer Stelle gestorben. Es gab keine andere Option. Es gab keine andere Möglichkeit. Die Bibel sagt, ich glaube, das ist im Psalm Kapitel 49, da heißt es, kein Mensch kann andere Menschen freikaufen, denn eine Seele ist viel zu teuer, es ist viel zu kostbar. Aber Gott wird uns freikaufen. Gott ist in der Lage, uns freizukaufen. Deswegen sagte Jesus im Markus Kapitel 10, Vers 45, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um gedient zu werden, sondern um zu dienen und was? Und um sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Jesus ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Weil er uns liebt, hat er sein Leben geopfert. Ja, als Sühnopfer. Damit wir Gottes Zorn nicht spüren müssen, hat er Gottes Zorn auf sich genommen am Kreuz. Ja, und das Krasse ist, sein Opfer wurde von Gott angenommen. Gott hat sein Opfer akzeptiert. Und das hat Gott bestätigt, indem er am dritten Tag dafür gesorgt hat, dass Jesus von den Toten wieder aufersteht. Und seine Auferstehung soll uns Sicherheit geben, dass auch wir, wenn wir denn an Jesus glauben, am jüngsten Tag von den Toten auferstehen werden in Herrlichkeit. Ja, in Herrlichkeit. Und wir werden daraufhin die Ewigkeit in die Präsenz Gottes verbringen. Alle anderen, die Jesus ablehnen, werden auch auferstehen, aber nicht in Herrlichkeit, sondern in kompletter Scham. Die werden für die Ewigkeit Gottes Zorn auf sich zu spüren bekommen. Und das ist etwas Grausames. Ja, Gott will nicht, dass irgendein Mensch in die Hölle geht, sondern Gott will, dass alle Menschen zum Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und diese Wahrheit ist einzig und allein Jesus Christus. Die Muslimen, die vorhin hier waren, meinten, wir glauben auch an Jesus. Ja, ihr glaubt an einen falschen Jesus. Das ist genau das, wovor die Bibel gewarnt hat. Ihr glaubt an einen Jesus, der sagt, ich bin Isa und ich werde nicht gekreuzigt und bla bla bla. Das ist In der Bibel steht sogar drin, wenn jemand kommt und einen anderen Jesus verkündet, so ist er verflucht. So sieht's aus. Richtig. Der echte Jesus sagt über sich, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater, außer durch ihn. Ja, nicht durch Mohammed, nicht durch was auch immer, sondern durch ihn alleine. Und er hat klipp und klar gesagt, dass Gott sein Vater ist. Und wenn das stimmt, dann bedeutet das automatisch, dass der Islam ja eine Lüge ist. Und wenn wir das sagen, dann sagen wir nicht, wir sagen das nicht, um die Muslime zu beleidigen, sondern wir sagen das, damit die Muslime die Wahrheit erkennen und gerettet werden. Ja, denn auch Muslime sind Menschen, genauso wie wir. Auch Atheisten sind Menschen, genauso wie wir. Und wir wollen, dass alle Menschen gerettet werden. Warum? Weil die Liebe Gottes in uns ist und weil wir diese Liebe, die wir von Gott empfangen, weitergeben an unsere Mitmenschen. Okay? Und das Amen. Ist die wichtigste Botschaft. Amen. Amen, Amen, Amen. Und dann mache ich mich kurz groß, Leute. Ich werde euch zwei Sachen kurz sagen, den Team wir fortfahren. Und zwar, Leute, im Alten Testament, in Jeremia Vers 17, Kapitel 17, Vers 10. Jesus ist Yahweh,
warum ist Jesus Yahweh? Ja, wir wissen ja, Unitarier glauben nicht daran, dass Jesus Yahweh ist. Ja, aber ich werde es euch beweisen, dass Jesus Yahweh ist. Ja, wir gehen auch bis zur Offenbarung und dann machen wir weiter mit den Leuten, dann hole ich auch wieder Leute hoch. Deswegen an meine lieben Geschwister und Brüder, die hier drinnen sind, bitte, ja, bei aller Liebe, ich weiß, manchmal die Hände sind manchmal müde, alle mal liken, mal wild liken, lasst uns mal heute die 300, 400.000 Likes mal erreichen heute, das schaffen wir, ne? Durch euch schaffen wir das, nicht durch mich, sondern durch euch. Ein Kickdown jetzt, Leute, ne? Wir lesen jetzt in Jeremia Kapitel 17, Vers 10. Und ich möchte, meine lieben Geschwister, dass ihr euch auch diese Sachen notiert. Mat Moamaru, vielen, vielen Dank. Ich küsse doch eure Herzen. Danke, danke, danke. Jeremia Kapitel 17, Vers 10. Wir lesen jetzt, okay? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten. Entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Okay? Hier sehen wir das, was der Herr im Alten Testament, was er erforscht das Herz, prüft die Niere und jede Einzelnen zu vergelten. Und wenn wir jetzt sogar zur Offenbarung gehen, sprechen wir von dem Lamm Gottes. Den Lamm Gottes. Da gehen wir in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 18 bis 23. Da lesen wir. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernden Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und deinen standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt. Übrigens haben wir auch in der jetzigen Zeit auch Leute, die sich Propheten nennen und quasi auch andere verführen. Ja, also heretische Lehren, ja, also falsche Lehren. Ja, zum Beispiel Jehovah Witness, ja, die zum Beispiel, die verbreiten eigentlich eine Irrlehre. Ja, müssen wir leider ehrlich sein, ist leider so. Mormonen, es ist mir schon unangenehm, das zu sagen, aber es ist einfach so, ja, Mormonen verbreiten auch eine ganz große Irrlehre. Vor kurzem habe ich meine, die Mormonen, das Buch mal genommen und habe da mal ein paar Seiten einfach mal gelesen, bin auch mal weitergegangen und habe einfach mal ein bisschen weiter gelesen, habe mir gedacht so, ach du Scheiße, was eine Irrlehre, das hat ja nichts mehr mit die Gottheit Jesus Christus zu tun, ja, das ist ja komplett falsch. Ja, erste Stufe vom Paradies, zweite, dritte, denke ich mir so, die Menschen, die gut sind, nur gut waren, kommen in die zweite Stufe, die werden Jesus Christus nie sehen, denke ich mir so, what? Ja, das ist eine komplett falsche Lehre, ne? Komplett falsche Lehre und übrigens aus dem Jahr 18. Jahrhundert, also es ist eine sehr, sehr gefährliche Lehre und sehr, sehr falsch, sehr, sehr falsch, ja, genau. Und wie gesagt, diese Prophetin im Alten Testament wird bezeichnet, dass sie was? Unzucht zu treiben. Sie lehrt andere, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihr Unzucht und hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf einen Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal. Ja, es kommt auch gleich der entscheidende Punkt, warum ich sage, Jesus ist Yahweh, okay? Wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke und ihre Kinder, will ich mit dem Tod schlagen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. So, Leute, wir gehen jetzt zurück im Alten Testament. Im Alten Testament lesen wir, dass Yahweh sagt, Der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Jetzt gehen wir in der Offenbarung und lesen ebenfalls von der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 23, das was? Moment, wo ist das nochmal? Und zwar, ich will mit dem Tod schlagen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben,
nach seinen Werken. Wir sehen hier, dass Jesus Yahweh ist. Jesus ist Yahweh. Okay, wir gehen jetzt mal in den Psalmen. Psalm Kapitel 7, Vers 10. Lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen und stärke den Gerechten, denn du prüfst die Herzen und Nieren, du gerechter Gott. Wenn wir jetzt zurückgehen im 5. Buch Mose, ja, 5. Buch Mose 33, Kapitel 33, Vers 26 lesen wir, niemand ist gleich dem Gott, Jeschuruns, der zu deiner Hilfe am Himmel einherfährt und auf den Wolken in seiner Majestät. Und wer kommt über die Wolken? Der Herr Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus. Und das lesen wir auch in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 18. Und der Engel der Gemeinde von Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernden Erz gleichen. Ja, und da sprechen wir von das Lamm Gottes, der kommen wird und richten wird. Okay? Wenn wir jetzt in Markus gehen, ja, in Markus Kapitel 14, Vers 62 bis 64, lesen wir, Jesus aber sprach, ich bin's, ja, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerungen gehört. Was meint ihr? Was meint ihr? Und sie fällt alle das Urteil, und sie fällten alle das Urteil, sorry, dass er des Todes schuldig sei. Okay? Wir lesen hier, okay, dass Jesus Christus was der hohe Priester ist. Okay? Und wir lesen hier, dass was der Sohn des Menschen über die Wolken kommen wird. Und wenn er über die Wolken kommen wird, gehen wir auch wieder zurück zu der Offenbarung, was ich euch genannt habe, ja, und zwar wie eine Feuerflamme, seine Augen sind wie eine Feuerflamme, weil er kommt, um zu richten. Er kommt, um zu richten. Wir lesen es einmal in Markus, Kapitel 14, Vers 62 bis 64, denn gehen wir sogar auf Hesekiel, okay, Hesekiel, Kapitel 1, Vers 26, lesen wir, und oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones anzusehen, wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt, anzusehen wie ein Mensch. Amen. Und wer war das Lamm Gottes? Johannes hat gesagt, das ist das Lamm Gottes. Er ist gekommen, um die Sünden zu tragen. Und hier lesen wir schon wieder, was in Hesekiel Kapitel 1, Vers 26, hey, und oberhalb der Himmels- und Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones anzusehen, wie ein Saphirstein. Denn oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt. Leute, nochmal. Da saß eine Gestalt, anzusehen wie ein Mensch. Yeshua al-Messihu Akbar. Jesus Christus, es lebe der Herr. Es lebe der Herr Jesus Christus. Amen, Leute. Amen. Jesus Christus ist Yahweh. Jesus Christus ist Gott. Fertig. Fertig. Jesus Christus ist Gott. Amen. Leute, alle mal Amen in den Chat. Ja? Jesus Christus ist Gott. Fertig. Jesus Christus ist Gott. Mehr Beweise, mehr müssen wir gar nicht beweisen. Wir lesen es hier ganz klar und deutlich. Leute, ganz klar und deutlich. Hesekiel Kapitel 1, Vers 26 lesen wir das. Wow. Wow, amazing. Puh. Wow. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, Leute. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Wieder locker. Jetzt bist du dran, mein lieber Bruder. Und dann machen wir mit den Anabi weiter, weil der wartet schon, glaube ich, ziemlich lange. Genau. Bruder, ich habe eigentlich nicht viel zu sagen, Bruder. Ich mache das sehr gute Arbeit. Außer ja. Verlasst Islam, rettet eure Seele. Nehmt Jesus Christus an. Also euer ja. Herr, euer Gott. Ja, das Bruder, dann nehme ich, jemand anders durch, wenn das okay ist, wieder locker, Bruder. Ja, sicher, Bruder, sicher, Bruder. Sicher, okay, sicher. Alles gerne. Klar. Ja, Bruder Herz, ne? Dann stell einfach eine Anfrage, wenn du reden willst, komm doch mal hoch. Alles Gute, Bruder, gerne. Alles. Okay. So, weil dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Der Bruder Menzer ist auch da. Menzer ist auch besser und in der Kassa, auch bitte in der Kassa, den hören wir so lange zu. Okay, hallo Anaba. Anaba? Hallo in die Runde und danke, dass ich hoch darf.
Hi, was liegt dir auf dem Herzen? Schön, dass du da bist. Dankeschön. Also ich bin vor einiger Zeit zum Christentum konvertiert. Ich habe Jesus für mich gefunden. Alhamdulillah, Jesus. Allerdings ist mir halt aufgefallen, Flexer, dass du immer wieder mal so kleine Scherze machst gegenüber Muslimen, was mich halt ein bisschen stört. Wieso schaust du so skeptisch? Wieso schaust du skeptisch? Weil du... Ich höre dir zu. Ja, und zwar, was mich halt gestört hat, war, ich war, als du mit diesem einen Typen geredet hast, der von dem du verlangt hast, zu bezeugen, dass Mohammed in der Toilette wohnt. Das war schon ziemlich erniedrigend. Also grundsätzlich habe ich nichts dagegen, die Falschheit des Propheten Mohammed aufzudecken. Wenn er irgendwas Falsches gemacht hat, wenn er Verbrechen begangen hat, klar muss man es aufzeigen. Ich finde auch, dass man sich über Hadithe lustig machen sollte, wenn sie lächerlich sind und Lügen beinhalten. Aber wenn jemand so neutral reinkommt, von ihm zu verlangen, so etwas zu bezeugen, dass Mohammed in der Toilette wohnt, das ist schon ziemlich erniedrigend für einen Muslim. Eine Frage, warum hast du ein islamisches Bild, wenn ich dich fragen darf? Das ist Satire. Also wenn du mal den Namen anschaust, Ennebe 32, warte mal, ich glaube, ich habe die falsche Nummer. Also Ennebe bezieht sich auf den Koranvers mit den Frauen mit den schwellenden Busen. Das soll Satire sein. Warte, was? Das ist Satire. Okay, also du hast gerade eben gesagt, wir sollen nicht über den Islam oder beispielsweise darüber reden, aber hast den Annaba 32 mit den Frauen schwellenden Busen und willst mir jetzt was sagen? Das hast du falsch verstanden. Also nochmal, ich finde, der Islam ist kritikwürdig. Ich finde, die Hadithe sind kritikwürdig. Und darüber sollte man sich lustig machen. Aber man sollte sich nicht über die Menschen lustig machen, indem du von einem Menschen forderst, dass er sagt, dass es, dass Mohammed in der Toilette wohnt. Das also halt nochmal, ich respektiere den Sohn des Teufels nicht. Nimm's mir nicht übel. Ich muss jetzt leider knallhart sein. Ich respektiere den Sohn des Teufels nicht. Nummer zwei, die sind mehr als nur zu kritisieren. Nummer drei, sie greifen Christen und Juden an. Ich respektiere diese nicht. Nummer vier, diese Ideologie ist weit davon entfernt, respektiert zu werden. Weit entfernt. Sie dienen den Fürsten und ich werde auch was? Den Sohn des Fürsten nicht respektieren. Und ich werde was? Ich werde auch den Satan nicht respektieren. Ganz einfach. Er ist der Sohn des Teufels und der Sohn des Teufels werde ich nicht respektieren. Das ist meine Meinung. Wenn du findest, dass mein Stream, wenn du findest, dass das respektlos ist, ja, hey, dann sorry. Dann tut's mir leid, dann bist du hier bei mir leider falsch. Es ist auch nicht böse gemeint, nimm's mir auch nicht übel. Aber ich bin ganz ehrlich, ich respektiere nicht den Sohn des Teufels, der Christen jagt, Juden jagt und du den noch in Schutz nimmst. Sorry, ich bin da raus. Ja, aber dieser eine Typ hat ja keine Christen. Er war Moslem. Okay. Aber vielleicht nur ein Bibelvers, dann gehe ich wieder raus. Und zwar in Kolosserbrief habe ich gefunden, damit habe ich mich beschäftigt. Kolosserbrief 4,5. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Richtig. Die Gelegenheit Zeit auskaufend und warte. Euer Wort sei allzeit in Gnade mit Salz gewürzt. Das wollte ich nur so nochmal mitgeben. Also Jesus Christus hat gesagt, bleibt in Demut, wir bleiben in Demut. So, Nummer zwei, Jesus Christus hat gesagt, was deckt die Dunkelheit auf und das tun wir. Also alles richtig. Ja, wenn hier jemand reinkommt, wenn hier jemand reinkommt. Ich finde auch richtig, was du machst, wenn du den Koran kritisierst. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig und richtig, wenn man sich auch über Koran mal lustig macht, weil da steht echt viel witzige Blödsinn drin. Mhm. Aber man sollte die Menschen respektieren, damit man ihr Herz noch gewinnen kann. Anaba. Wenn die Leute mit Respekt hier reinkommen, respektiere ich sie.
Wir haben einige Muslime gehabt, ich hatte mit denen ein schönes Gespräch gehabt. Gar kein Problem. Aber wenn es Leute sind, die von Anfang an heucheln, so wie die Schrift es sagt, ich bin leider knallhart in meiner Wortwahl. Ich bin knallhart. Und ich lass mal Menzer reden. Menzer, gib du mal deinen Senf, was du darüber denkst, was er sagt. Ich will mal hören, was du sagst, Menzer. Genau, also wie gesagt. Also das, was du machst, ist leider sehr, sehr heuchlerisch. Weil du machst Satire über Islam. Du machst Satire über Koransuren. Und dann kommst du hier hoch und kritisierst Flex, ne, mit der Behauptung, dass er respektlos Islam gegenüber ist. Nein, nein, nicht den Islam gegen den Menschen. Das okay, ist ein Unterschied. Menschen. Okay, aber dieser Typ, dieser Mensch, erstens hat er doch klipp und klar gesagt, dass er kein Muslim ist, oder? Ja. Okay, wieso findest du es dann respektlos vom Flex, wenn Flex über Mohammed redet? Wenn der Typ eh sagt, er ist kein Muslim. Also warum ich das respektlos finde, von einem Menschen zu fordern, genau, dass also, er bezeugen soll, dass Mohammed in der Toilette wohnt, ich weiß nicht. Genau, also wenn der Mensch sagt, er ist kein Muslim. Das kann ich nicht kommentieren, das ist schon eine Respektlosigkeit an sich, finde ich. Wenn du das anders siehst, okay, aber ich finde es halt respektlos. Okay, aber das, was du machst, ist nicht respektlos dem Muslim gegenüber? Ich mache mich lustig über den Koran. Über den Koran kannst du dich lustig machen. Über die Hadithe kannst du dich lustig machen. Aber die Menschen drunter zu machen, das ist halt das, was ich kritikfähig finde. Mein Bester. Flex hat doch nicht diesen Menschen runtergemacht, sondern er hat von diesen Menschen gefordert, etwas zu sagen, was ihn ja sowieso nicht jucken wird, wenn er kein Muslim ist, oder? Also ich wollte nur meine Meinung dazu sagen, das war's auch schon. Ich habe sie gesagt. Okay. Ihr habt eine andere Sicht. Bevor du gehst, sag mal das Vaterunser. Nein. Okay, I thought so. Habe ich mir schon gedacht. Okay, alles klar. Also, ich kann das Vaterunser. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Also manche kennen das Vaterunser nicht auf Deutsch oder weißt du? Die kennen das auch auf andere Sprachen, weißt du? Ja. Verstehst du mich? Ja, ich verstehe dich, verstehe dich. Ja, ne? Also manche verstehen das auch auf andere Sprachen und so, die wollen das vielleicht nicht so offensichtlich so sagen und die sind trotzdem gläubig, ne? Mhm. Und was ich finde und so, dass du einfach zu viel da gegen die Moslems einfach zu sehr intensiv so bist, weißt du? Mhm. Ja, ich weiß schon, was du meinst und so, ich weiß das perfekt sogar, ne? Aber manche verstehen das gar nicht und die jungen ganz Leute, die jetzt aufwachsen, die verstehen das überhaupt nicht, was du machst, weißt du? Ja. Und wenn du dich in einem Video so, also in dem Stream so umdrehst und irgendwas lachst oder sowas, ne? Das ist das Schlimme, ne? Also ich könnte es verstehen, wenn ich von Anfang an respektlos bin, aber ich passe mich ja an. Ja, das heißt also, wenn jemand mit Respekt reinkommt, dann wird er mit Respekt behandelt. Kommst du scheiße rein, dann wirst du leider so behandelt. Ich meine, hey, sorry, hey, wir bleiben in der Liebe, gar keine Frage. Aber ich kann nicht den Sohn des Teufels respektieren, wenn er reinkommt und schon von Anfang an, wenn du hören und wissen möchtest, ist doch kein Problem. Lass uns einen sauberen Dialog führen. Ja, aber mit Aggression kommst du nicht raus. Nochmal? Also, da war ich früher auch so, ne? Genau so war ich. Also mit dieser Aggression kommst du nicht weiter, ne? Ich war früher welche auch Aggression so. Welche Aggression? Genau so. Bitte? Welche Aggression? Nein, so wie du zeigst und so zu den Moslems und so. So kommst du auch nicht weiter, weißt du? Aber warte mal, wo ist denn die Aggression? Ja, mit der Aussprache, mit alles, mit deinem Argument, weißt du, wie okay, du argumentierst. Das heißt also, wenn die den Herrn Jesus Christus runterbuttern, sollen wir das ich jetzt auch noch nicht akzeptieren, aber, oder wie? Ja, dann ging das bitte mit Liebe und so, weißt du? Achso, sollen wir jedes Mal, wenn sie uns runterbuttern, sollen wir. Skalus, ich bin kein Kuschelchrist. Skalus, ich bin kein Kuschelchrist. Hast du mich gehört? Ich bin kein Kuschelchrist. Okay. Okay,
Guck mal, wenn du diesen Kuschelchrist-Move haben möchtest, ich bin kein Kuschelchrist, ich bin knallhart in meiner Wortwahl. Wenn ich etwas sage, dann zitiere ich aus den Schriften. Und ich sage die Wahrheit. Verstehst du? Ich bin kein Kuschelchrist. Mich auch. Okay, also dann kannst du doch nicht zu einem Bruder hier reinkommen. Okay, dann kannst du nicht zu einem Bruder hier reinkommen und sagen, ja, damit kommst du nicht weit. Hast du mal gesehen, wie sie über uns reden? Ich bin kein Kuschelchrist, sorry. Bei sowas bin ich knallhart mit meiner Wortwahl. Der Herr Jesus Christus hat selber gesagt, wenn diese kommen, müssen wir Apologetik betreiben und müssen darüber aufklären. Ich bin kein Kuschelchrist. Ich kann doch nicht zu jemanden sagen, der meine Schrift runterbuttert, kann ich doch nicht sagen, ja, nein, funktioniert so nicht. Doesn't work like that. Aber genau das meine ich ja gerade, ne? Dass du das gerade so ziehst, dass wir alle so machen dann. Nein, wir lassen ihn einfach selber entscheiden dann, ne? Wen lassen wir entscheiden? Wen lassen wir entscheiden? Sag mal. Ja, du hast gesagt, wen lassen wir entscheiden? Wer entscheidet? Wie meinst du, wer entscheidet? Mit wem reden wir dann? Nochmal was? Mit wem reden wir dann? Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Du weißt nicht, was ich meine, ne? Guck mal. Mensa, ob es ohne Nukasa, because Aquano is a waste of time. Carlos. Okay. Guck mal, wir haben verstanden. Danke für deine Nachricht. Ja, Gott segne dich, ja. Danke, dass du da bist, ja. Okay, ja, wie sieht, sollen wir nächste Gäste nehmen, oder? Ja, Bruder. Ich verstehe manche Leute nicht, aber okay. Alles gut. Leute, bevor wir alles überhaupt... Okay, muss noch mal eine Anfrage stellen. An die Leute, ja, bei aller Liebe, ich möchte nur was sagen. Ich bin kein Kuschelchrist. Ich bin auch nicht perfekt. Ich sag's noch mal, Leute. Bevor wir hier weitermachen, will ich nur noch mal von meiner Seite aus einfach sagen, wir sind nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Mensa ist auch nicht perfekt, ja. Ich bin aber auch kein Kuschelchrist, ja. Ich bin nicht jemand, der, wenn die Person mit Liebe kommt, hey, ist doch gar kein Problem, wir führen einen sauberen Dialog und dann reden wir. Aber ich kann nicht mit jemandem interagieren oder sprechen, der nebenbei, während er mit dir redet, negativ über deine Schrift redet, gleichzeitig und deine Schrift beleidigt, ja, und dann noch mit ihm, nee, wir müssen ehrlich sein. Das ist heuchlerisch noch. Das geht nicht. Charlie, ich küsse dein Herz, danke. Wir müssen ehrlich sein über die Schrift. Wir können nicht einfach, ja, weißt du was, ich streichel dir noch in den Kopf, ja, alles gut, beleidige mich weiter, ja, mach uns doch runter und so. Nein, you son of a devil. Nein, wir müssen darüber aufklären. Wir müssen darüber aufklären. Ich bin kein Kuschelchrist, sorry. Ich bin echt kein Kuschelchrist. Bei aller Liebe. Ich bin echt kein Kuschelchrist, aber wir müssen die Wahrheit sprechen. Und wenn ich sage, wir müssen die Wahrheit sprechen, dann müssen wir auch knallhart sein. Wenn die Bibel sagt, dass das Heuchler sind, dann sind das Heuchler. Ganz einfach. Ja. Und jede Zunge wird den Herrn bekennen, wenn er kommt. Darüber müssen wir auch aufklären. Ne? Wir müssen die Wahrheit sprechen. Ja. Deswegen, Leute, ich sag's nochmal, falls ihr das vielleicht böse aufgenommen habt, dann tut's mir leid. Ja, aber ich bin kein Kuschelchrist. Und ich glaube, die meisten, die mich jetzt schon lange kennen, wissen, ich bin kein Kuschelchrist. Ich bleibe immer respektvoll, wenn die Person respektvoll ist. Das wisst ihr auch. Ja, das wisst ihr. Deswegen alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Es tut mir, wenn irgendjemand sich beleidigt fühlt oder so, in Christus, Leute, dann tut's mir leid. Ich bin halt knallhart bei so solchen Sachen. Man muss die Wahrheit sagen.
Ich kann nicht einfach sagen, ja, und das ist das Problem. Sie denken, wir wären schwach und es funktioniert so nicht. Wir müssen ehrlich sein. Wir müssen das sagen, was in den Schriften drin steht. Ja, so, Menzer, ich lass dich dann weitermachen, Bruder. Ich mach dich dann groß, dann kannst du das Wort verkünden. Ja, meine Lieben, also wie der Bruder Flex sagte, wir sind nicht perfekt. Ja, wir wissen, dass wir manchmal zu fleischig werden. Wir wissen, wir sind ja immer noch Menschen, okay? Und ihr könnt uns jederzeit korrigieren, wenn wir etwas falsch machen, kein Problem. Ja, wir denken nicht, dass wir perfekt sind, sondern wir sind immer noch fehlerhaft. Aber wenn... Nicht, dass wir perfekt sind, sondern... Oh, ich höre mich doppelt. Achmed, kannst du dich bitte stumm? Genau. Das Ding ist, guck mal, das ist genau das, wovor der Herr Jesus gewarnt hat, ja, dass man nicht so Menschen urteilen sollte, wenn man selber nicht besser ist. Dieser Typ, der vorhin hier kam, ja, der hat Flex kritisiert, von wegen Flex ist respektlos dem Mann gegenüber, aber dann selber hat er ein Bild und macht sich lächerlich über Islam. So, das passt doch gar nicht zusammen, weißt du, und sowas muss man nicht ernst nehmen. Okay, ja. Und wie der Bruder sagte, wir müssen uns auch nicht alles gefallen lassen, sondern wir können auch direkt sein. Das heißt nicht, dass wir irgendwie irgendwelche Leute beleidigen oder so, sondern wir können auch direkt sein und direkt die Wahrheit sagen, ohne viel Rumeierei. Versteht ihr? So. Jo. Nichtsdestotrotz, ja, wir freuen uns, dass wir dienen dürfen. Ja, es ist uns eine Ehre, es ist uns eine Privileg, dass ihr uns zuhört, ne, dass ihr uns vertraut, dass wir das Wort Gottes weitergeben und so weiter und so fort. Und wir fordern euch alle auf, dass ihr nicht einfach alles glaubt, was wir sagen, sondern wir fordern euch auf, alles zu prüfen, was wir sagen. Deswegen gebt euch Flex immer wieder die Quellen. Achmed, bitte, stumm dich, bitte. Wir hören dich, keine Sorge. Genau, dankeschön. So, wenn du Moslem bist, wenn du Christ bist, wenn du Atheist bist, aus Interesse, was auch immer, wir fordern euch auf, nicht uns einfach zu glauben, sondern prüf einfach alles nach. Ja, prüf, wenn wir Bibelstellen zitieren, prüf es nach. Wenn wir Koransuren zitieren, prüf es nach. Lies einfach selber nach. Das ist unser Ziel. Wir wollen, dass ihr euch selber mit dem Stoff beschäftigt. Denn so werdet ihr die Wahrheit erkennen. Wir Christen haben keine Angst vor der Wahrheit. Ja, wir haben gar keine Angst, wenn ihr die Bibel liest. Wir freuen uns sogar, wenn ihr die Bibel liest. Aber wenn ihr das ehrlich liest, dann freuen wir uns. Ja, Jesus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht immer frei. Ja, deswegen, wir haben gar keine Angst, wenn ihr die Bibel zitiert. Wir haben gar keine Angst, wenn ihr die Bibel liest. Aber wenn komischerweise... Wir haben gar keine Angst, wenn ihr die Bibel liest. Aber komischerweise... Yusuf, bitte. Danke. Der Kerl rafft immer noch nicht, dass wenn er aufnimmt, dass diese Schall... Oh Mann. Wahnsinn. Oh Mann, ja. Der will ein Video mit uns machen wahrscheinlich. Naja, egal, er soll mal versuchen. Naja, auf jeden Fall, die einzigen, die immer sauer sind, dass wir ihre Quellen zitieren, sind die Muslime. Warum auch immer. Ne, wir zitieren die Quellen und wir belegen das auch. Ich verstehe nicht, warum ihr sauer seid, Leute. Ja, und das zeigt einfach, dass ihr gar kein festes Fundament habt. Und das ist sehr, sehr schade. Verstehst du? Wir haben gar kein Problem damit, wenn ihr die Bibel zitiert. Ihr sollt die Bibel zitieren, weil wir glauben, wenn ihr die Bibel wahrhaftig liest, mit offenem Herzen, nicht mit dieser Takia-Methode, mit dieser Verdrehung, nee, sondern wenn ihr die Bibel ehrlich liest, wir glauben fest daran, ja, dass ihr die Herrlichkeit Gottes erkennen werdet in Jesus Christus. Denn ihr wisst selber, dass Jesus der beste Mensch ist, der jemals gelebt hat. Ihr wisst es ganz genau. Ihr wisst ganz genau, dass ihr Mohammed niemals mit Jesus vergleichen könnt. Ihr wisst ganz genau. Ihr wisst ganz genau, dass der Jesus aus der Bibel ist viel, viel größer als Mohammed und er ist viel, viel größer als Isa aus dem Koran. Das wisst ihr ganz genau. Ne? Aber das Problem ist, ihr seid so krass verblendet, dass ihr versuchen wollt, mit aller Macht, ja, die Bibel zu verdrehen. Ihr versucht mit aller Macht, den Jesus aus der Bibel böse darzustellen. Und Mohammed besser darzustellen. Und das ist heuchlerisch. Ihr müsst ehrlich zu euch sein. Es geht um eure Seelen. Es geht nicht um uns. Oh, Dicker, ja. Achmed, ganz kurz bitte. Ganz kurz. Achmed, okay. Achmed, was liegt dir auf dem Herzen? Erzähl mal. Du denkst du von dir selber, dass du ein Kerl bist? Wir hören dich ganz leise. Dein Mikrofon ist von dem Jahr 2000. Du musst noch mal näher rangehen oder keine Ahnung. Hallo, ja, so besser? Ja, hast du Mikrofon? Es hört sich an wie vom Jahr 2000, 2000 Jahre zurück. Ja, mein Handy ist ein bisschen kaputt. Aber so geht doch, oder? Nochmal was? So, hört man mich so? Ja, jetzt hören wir dich, aber auch irgendwie ein bisschen okay. Ja, wir hören dich. Ja, und die Frage ist, wisst ihr, dass ihr Kafir seid?
Nein, nein, wir wissen, dass wir kein Satansanbeter sind. Das wissen wir. Und wir wissen, dass du ein Kaffee bist, wenn es um Christentum geht. Das wissen wir. Aber soll ich dir was sagen, Ahmed? Ahmed, guck mal, soll ich dir was sagen? Ja, ich liebe es. Okay, guck mal, Ahmed, ich sag dir sogar was. Ahmad, ich sag dir was. Ich liebe es, ein Kafir zu sein. Es ist so schön. Ein Kafir zu sein, es ist wunderbar. Dieses Gefühl, ein Käfer zu sein, ist so schön. Es ist so schön. Ich liebe dieses Gefühl, ein Käfer zu sein. Ist das okay? Okay, du Käfer. Ist ja dein Leben. Alles klar. Ich liebe es, ein Käfer zu sein. Käfer für immer. Ja? Ahmad. Ahmad. Ja. Genau. So sieht's aus. Okay. Wollen wir mal die Leute hoch. Und dann bei aller Liebe, ne? Hallo. Hallo. Hört man mich? Hallo. Wie geht's dir? Dankeschön, sehr gut. Wie das geht's euch? Was bringt dich denn heute hierher? Ich habe schon öfters dein Live angeschaut. Ja. Und dann dachte ich, ich teile mal meine Geschichte, wie ich überhaupt zum Christentum vor kurzem gekommen bin. Wow. Ja. Warst du Ex-Muslima? Nein, gar nicht. Sorry, ich meine, warst du Muslima? Nein, noch nie einer Religion angehört. Okay. Wir machen dich groß, erzähl mal. Wir hören sowas gerne, sehr, sehr gerne. Alles gut, ich wollte nur kurz meine Story teilen, einfach. Ich weiß, dass viele sagen, dass man die anderen einfach dazu bringen kann, zu einer Religion zu konvertieren. Aber bei mir war das einfach, dass ich von einem Gefühl geleitet worden bin, dass ich ganz genau wusste, es war etwas Mächtiges, das mich zum Gott geführt hat. Und es war genau in der allerschwierigsten Zeit, die ich vor kurzem erlebt habe. Ich habe einen Menschen verloren und es war genau kurz vor meiner Prüfung, also eine Woche vor meiner Prüfung, die als Drittversuch gelten würde. Also ich stand kurz davor, entweder ich werde rausgeschmissen aus der Hochschule, ich werde meinen Abschluss nicht schaffen, ich war auf der Beerdigung einen Tag danach, nach der Prüfung, und ich wusste gar nicht mehr, wie ich weiterkomme. Und das ist genau in dem Moment passiert, als ich bei der Beerdigung stand in so einem Raum. Ich habe mich verabschiedet von der Person. Und die Person ist eine sehr jüngere Person gewesen. Die war erst 18 Jahre alt. Ja. Ich habe mich so schuldig gefühlt, weil ich ihr einfach nicht geholfen habe. Die kam mehrmals zu mir und hat mich angefleht, ihr zu helfen. Und ich habe es echt versucht, aber ich habe es einfach immer aufgeschoben, zeitlich, weil wir immer denken, ja, das hat Zeit, das hat Zeit. Erstmal mein Beileid, ja. Tut mir mega leid, mein Beileid. Vielen Dank. Das wollte ich auch noch hier erwähnen, dass sehr viele Jugendlichen heutzutage einfach so blöd versterben an Überdosis, an Drogen. Und das ist eins, was ich auch euch allen vielleicht erzählen wollte, dass eine so jüngere Person, die auch im eine Gemeinde war, die war vor mir als Christin konvertiert. Die hat sich erstmal zu Islam eher so geäußert, aber dann kam sie zum Christentum und später hat sie einfach die falschen Freunde gefunden. Mit 18 Jahren ist sie an fast Überdosis verstorben. Aber erstmal zu meinem Wege, zu meiner Geschichte. Sorry, ich bin gerade ein bisschen. Alles gut. Ich war selber vor ein paar Wochen sehr emotional, als ich von meinem besten Kumpel gesprochen habe, also einer meiner Kumpels, der auch in dem Motorradunfall, war ich auch sehr emotional. Ich musste sogar vom Stream immer wieder weggehen, weil das hat mir wehgetan. Das ist einfach, das tut wirklich weh. Also ich habe zum ersten Mal seelischen Schmerz empfunden, vor allem bei der Beerdigung, wo alle geweint haben und ich einfach nicht mehr emotional klarkam. Habe ich den Moment einfach nach oben geschaut und als ich den Raum betreten habe, habe ich schon von Anfang an ein Kreuz gesehen, aus Holz, und dann habe ich irgendwie gar nicht mehr drauf geachtet, und erst später, wo
ich glaube, der Pastor, sag mal Pastor oder Priester? Pastor oder Priester, Pastor, ja. Ich will nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, als er seine Rede gehalten hat, hat sich auf einmal in meinem Kopf alles stumm geschaltet, als würde ich nicht mehr zuhören, als würde sich alles so anders anfühlen. Und in dem Moment habe ich wieder hochgeschaut und dann sah ich einfach, dass dieses Kreuz, es war auf einmal viel größer. Und als ob das nur für mich groß geworden ist. Und es kam mir einfach näher, als würde ich das mir selbst visualisieren. Aber dieses Gefühl, das war ein komplett anderes Gefühl. Noch nie im Leben habe ich sowas gespürt. Und es war auf einmal so warm, als würde mich irgendwas beruhigen. Weil ich dachte, in dem Moment würde ich einfach zusammenfallen, ich würde einfach zusammenbrechen. Aber genau dieses Gefühl, als ich hochgeschaut habe, und das habe ich einfach wie so eine Wärme empfunden. Es hat mich beruhigt in dem Moment. Und dann sind wir rausgelaufen und dann war schon die Beerdigung. Und als ich nahe kam zu der Erde, habe ich auch die Erde richtig warm gespürt, obwohl es richtig kalt war. Das war im Dezember. Ich habe die Erde angefasst und die war warm. Dann habe ich das meiner Mama erzählt und die meinte, nein, die Erde konnte nicht warm sein. Es ist kalt draußen. Aber für mich war sie warm. Ich habe sie so gespürt, so empfunden. Und seitdem bin ich dann zu dem Pastor gegangen und habe mit dem darüber gesprochen. Und dann meinte, das war Gott, das war Jesus. Er kam zu mir und hat mich gerufen. Das war ein Zeichen. Und seitdem... Der Herr offenbart sich in sehr, sehr vielen Wegen. Deswegen ja. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Und du bist jetzt Christin? Also nicht offiziell. Das würde ich gern noch mit meiner Familie besprechen. Ich will, ja. dass die mich auch dabei unterstützen. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, entweder katholisch, evangelisch oder orthodox. Also mir fällt es sehr, sehr schwer momentan. Also einfach den Herrn Jesus Christus an dein Herz anschließen. Ich würde auch gern die Kirche besuchen. Genau, das ist es ja auch. Ich würde gern beim Gottesdienst dabei sein. Aber zu welcher Gemeinde, zu welcher Kirche, ich weiß gar nicht, zu wem ich gehen soll. Also jetzt momentan würde ich erstmal sagen, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, nimm einfach den Herrn Jesus Christus an, ja. Mission, mein Gott, man sagt ja immer in der Schrift, die Gemeinde war nie zerteilt. Sei es orthodox, sei es Katholik, sei es Protestant oder was auch immer, die Gemeinde war nie zerteilt. Ja? Beispielsweise sogar Paulus warnt davor und sagt was, dass die Leute nicht spalten sollen. Ja? Deswegen mach dir da mal erstmal gar keine Sorgen. Nimm einfach den Herrn Jesus Christus an und der Herr Jesus Christus wird dich leiten. Und da musst du dir eigentlich gar keine Sorgen machen. Also du bist auf dem richtigen Weg. Vielen Dank. Ich wollte euch einfach meine Geschichte erzählen. Aber damit, Konfession, viele Leute wissen, dass Gott wirklich gibt. Ja, weil du darfst nicht vergessen, wir sind die Gemeinde. Ja, wir sind die Gemeinde. Konfession, also ich weiß nicht. Also ich sage immer wieder, hey, solange du den Herrn Jesus Christus an deinem Herzen anschließen tust, dem passt eigentlich alles. Ne? Und welche Bibel würdet ihr mir denn empfehlen zu lesen? Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert. Es gibt ja viele Richtungen, wie man wirklich mit der Bibel anfängt. Schlachter, Elberfelder, die sind gut. Die sind sehr, sehr gut. Schlachter, wenn du willst, kann ich dir eine Schlachter-Hörbuch geben. Also wir haben einen Bruder in der Community. Tatsächlich, der stellt uns diese Schlachter-Version zur Verfügung. Die Schlachter 2000 und ich habe das als Hörbibel. Ich werde heute Abend mich hinsetzen und werde das jeden Einzelnen verschicken. Ihr müsst es nur downloaden, das war's einfach. Ne? Okay, vielen lieben Dank. Aber ihr müsst mir eine Nachricht schreiben, den kann ich euch alle schicken, das ist gar kein Problem. Habt ihr vielleicht eine Gruppe, so eine Gemeindegruppe, Telegram vielleicht oder? Oh, tatsächlich, schwierig. Ja, haben wir. Ich weiß aber nicht, ob der Bruder, ich muss den Bruder mal fragen. Danke dir.
Ja, ja, das ist kein Problem. Schreib mir einfach mal eine Nachricht und dann sage ich dir Bescheid. Okay, danke schön. Ja. Noch alles, alles Gute. Ja, klar. Arzach ist sogar da, okay. Da ist der Bruder Arzach. Elenila, musst du nur ganz kurz warten. Arzach, der musst du hochkommen, Bruder. Man sieht dich nicht. Ne? Du musst schon hochkommen. Hier eine Anfrage. Stell mal eine Anfrage, Arzach. Der Bruder Arzach ist hier. Du musst eine Anfrage stellen, Bruder, jetzt. So, egal, nicht so schlimm. Ja, Elenella, dann, wie gesagt, schick mir eine Nachricht. Und wie gesagt, dann sprechen wir später, ja? Okay, danke dir. Wir kommen hier wieder raus. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich bei einem Live mitgemacht habe. Alles gut. Danke. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus und danke für deine Geschichte, ja? Vielen Dank. Euch noch alles, alles Liebe und Gute. Ciao. Ja. Ciao, ciao. Ist doch ein sehr, sehr schönes Zeugnis. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Und ja, Leute, ich möchte ganz kurz nochmal für uns alle ein schönes Gebet, ne, ein kleines Gebet nochmal für uns alle, bevor wir weitermachen, bevor der Mensa weitermacht. Ich werde nochmal das Vater Unser sagen, Leute. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, Leute. Amen, Amen. Mensa, ich bin gleich wieder da. Du kannst weitermachen. Ich hole noch jemanden vielleicht hoch, Bruderherz, Mensa. Ja, 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 ja. Ich bin gleich wieder da. Ne, Leute? Bei aller Liebe, ne? Alle beten, ne? Ganz, ganz viel Liebe, Leute. Ne? Guten Abend. Hallo, Rawan, wie geht's dir? Alles gut, und bei dir? Bei mir auch, danke schön. Was liegt dir auf dem Herzen? Na, Bruder, eine Frage habe ich. Und zwar folgendes: Nichts gegen den Christentum oder sonstiges, aber warum sollte immer im Bio stehen oder was auch immer, Islam die falsche und Christentum das Richtige? Warum muss immer Islam dazwischen erwähnt werden? Okay. Findest du Christentum ist richtig? Nein, also ich persönlich halt finde Islam das Richtige und davon kann mich keiner überzeugen, dass anderes was Richtiges ist. Okay. Aber jetzt okay, auch nicht gegen den Christentum natürlich. Das ist alles auch, gut, sag ich mal, so eine Religion, wo jeder auch respektieren muss. Weißt du, was ich meine? Okay. Deswegen frage ich ja, du sagst ja, Islam ist für dich richtig. Ist Christentum für dich auch richtig? Für mich dann nicht, nein, aber dann muss ich. Oder da muss ich aber da nicht zu jedem hin. Ah ja, Islam ist das Richtige, Christentum ist das Falsche. Okay, das heißt, du bist der Meinung, Christentum ist falsch, richtig? Ja. Okay, wieso juckt es dich, wenn ich sage, Islam ist falsch? Weil ich das ja gesagt habe. Das ist, warum muss immer diese Islam dabei? Du kannst ja auch ganz normal Bio schreiben. Okay, Christentum ist das richtige Religion, komm live hier, bam, 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 hier die Beweise, bam, 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 hier Dings. Oder warum hast du mitgeschrieben, zum Beispiel, Christentum ist das Richtige, Judentum ist das Falsche? Okay, nee, ich verstehe deine Frage. Das Problem ist, guck mal, unsere Zielgruppe sind Muslime. Warum? Weil erstens, weil wir Muslime lieben und wir wollen, dass Muslime gerettet werden, okay? Zweitens, Islam hat ein Buch, das nennt sich Koran, okay? Und in dieser Koran, ne, also wer auch immer diese Koran geschrieben hat, er redet sehr, sehr oft über Christen und über Juden. Ne, und wir glauben, wenn jemand über uns redet und dann noch so falsche Informationen über uns verbreitet, dann haben wir das Recht, um darauf zu antworten. Ich sage Ihnen was, wenn Sie mir einen Fehler aus dem Koran rausbringen, ich gebe Ihnen jetzt, was Sie wollen, aber Sie brauchen jetzt nicht im Google durchzusuchen oder sonstiges. Ich meine, in Deutschland, wenn du Ahmad die Bevölkerung liest, 70% der Leute, wo sich über Islam informiert haben, sind am Ende konvertiert. Wenige Leute sind zum Christentum geworden. Genau, also soll ich dir auch sagen, was Falsches ist, wo du sagst jetzt, weißt du, was Rawan, weißt du, warum diese konvertiert sind? Weil sie das Buch nie gelesen haben. Würden sie das Buch lesen und verstehen? Würden Sie das Buch lesen und verstehen, was da drin ist? Also wenn man vergammelten Honig nimmt und das in seinem Mund schmiert, sagt er immer ja.
Ja, das sieht aus, als wäre es süß, aber dabei ist es vergammelt. So, Bruder Menzer, du kannst weiterreden, Bruder. Genau, also Rawan, lange Rede, kurzer Sinn. Also der Islam oder der Koran redet über uns und deswegen haben wir das Recht, darauf zu antworten. Was ist da so schlimm? Klar, klar, aber am Koran ist es doch was anderes. Wenn im Koran steht, das Christentum das Christentum dies, ist was anderes. Sag ich mal, so andere Religionenbücher darf auch ruhig Koran stehen, darf ruhig Nationalitäten erwähnt werden. Das ist ja am Ende im Grunde genommen ein Buch. Da kommen nur die Leute das lesen, die sich für sowas interessieren. Nur bei TikTok ist die Sache, jeder weiß, es gibt auch Leute auf TikTok, die sind unter 13 Jahre alt. Die sind alle gar noch kleine Kinder. Und wenn die da sehen, okay, steht live, oh Christentum, tschüss, und dann Islam ist falsch. Sowas, weißt du, was ich meine? Rawan, keiner wird gezwungen, hier in diesen Stream reinzukommen. Jeder ist schlau genug, um zu entscheiden, genauso wie jeder schlau genug ist, um den Koran zu lesen und zu öffnen. Genauso ist auch jeder schlau genug, um hier reinzukommen oder hochzukommen. Wir zwingen niemanden, hier reinzukommen oder hochzukommen. Ja, natürlich, wenn jemand hochkommt, aber bitte lass mich mal einmal ausreden. Sind. Bitte lass mich doch ausreden, wenn du mir eine Frage stellst. Wenn wir merken, du hast jetzt gerade von 12- und 13-Jährigen geredet, wenn wir merken, jemand ist zu jung, wir schicken die Person sofort unter. Verstehst du? Wir reden hier nicht mit Minderjährigen, sondern wir reden mit Menschen, die mindestens 18 Jahre alt sind, so wie du hoffentlich. Ja, ja. Aber es gibt ja keine Leute, die hier, wo du kannst jetzt nicht wissen, wie alt ich bin, oder? Kann ich nicht, deswegen vertraue ich drauf. Die Leute, die kommentieren und die nicht kommentieren, es gibt auch davon noch Kinder, es gibt davon noch Jugendliche. Ich meine, du kannst nicht sagen, die sind schlau genug, TikTok-App ist ab 12 Jahre alt, wenn nicht 10 oder so, in App Store und überall. Und da kannst du da nicht entscheiden, halt. Diese Live kommen immer auf For You-Page. Ja, genauso kannst du auch nicht Kinder davon abhalten, den Koran aufzumachen und diese grausamen Verse zu lesen, oder? Ja, Bruder, das ist gar kein Vergleich. Also damit bin ich erstmal gar nicht überzeugt. Oder kann ich auch sagen, ja, die Kinder müssen nicht Mathe lernen. Ich meine, die müssen ja nicht das Buch öffnen. Das ist ein Buch, was in jedem Land gibt, gefühlt, was überall gibt. Und für Kinder ist sowieso ein Religionsbuch das Beste, was sie machen können, um sich später entscheiden zu können, was das Richtige ist. Genau, und wenn Kinder also den Koran lesen. Die ganze Zeit, Entschuldigung, aber mit dem Beispiel, beziehungsweise mit dem Beispiel ja die ganze Zeit, mit Koran ist kein Buch, wo ich jetzt öffnen muss, das braucht kann es. Kann ich antworten oder nicht? Ja, klar, kann ich. Ich warte, bis Menzer fertig ist und dann. Oh, Menzer, ich muss dich entfernen, du hast eine Beschränkung. Ja, jemand hat mich gemeldet oder so, keine Ahnung. Ja, okay, komm noch mal rein, Menzer. Sabrebium. Rawan auch. Menzer auch entfernen. Oh je. Irgendwas ist passiert. Ich musste beide entfernen. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war der Rawan. Hat irgendwas mit dem Alter schon zu tun. Okay, egal. Raffi, Bruder, ich küsse dein Herz, Raffi. Alter, der Bruder. Raffi, ich küsse doch dein Herz. Gottes Segen, Flex. Gottes Segen, Patrick, wie geht's dir? Du, sehr gut. Ich möchte noch was dazu sagen, weil die letzten Zuschauer haben dich ja kritisiert, du seist ja zu hart und dass man das nicht macht und so ganz weiter. Ganz kurz, Patrick. Ja. Raffi, raff dich jetzt. Ich küsse doch dein Herz, es reicht jetzt. Bruder, ich küsse doch dein Herz, es reicht jetzt. Komm, reicht doch, Bruder. So, Patrick, sorry. Ja, ich möchte was Wichtiges dazu sagen, jetzt bei all diesen fast 600 Zuschauern. Schaut mal, ich war gestern mit Flex in seinem Stream. Und der ist sehr gesegnet. Nachher bin ich vorher raus und ich wurde angeschrieben über TikTok. Ich habe einen Schweizer, der die Bibel erklären kann, der hat mich angefragt. Ich konnte für eine Schwester, die mich angefragt hat, noch beten und auch ihr helfen schriftlich. Und alle, die sagen, dass dieser Stream nicht richtig ist oder falsch ist oder sich nicht christlich verhält, kann ich extra. Ganz kurz. Jawohl. Menzer, du musst komplett aus dem App raus und wieder reinkommen, weil ich glaube, wegen dem haben wir eine Beschränkung. Du musst komplett rausgehen aus der App, Menzer, und dann wieder reinkommen. Du hast immer noch diese Beschränkung, Bruder. Menzer, du musst komplett rausgehen, neu starten, komplett und wieder reinkommen. Okay, jetzt sorry, Patrick, wenn ich dich wieder zum zweiten Mal unterbrochen habe. Tut mir mega leid. Ja, kein Problem. Nee, es geht mir darum, dass die Menschen hier verstehen. Wir haben verschiedene Zuschauer hier. Wir haben Muslime, wir haben Andersgläubige, wir haben Nichtgläubige. Und dieser Stream hier, ich möchte, dass das alle hier verstehen, ist gesegnet. Gottes Wort kommt nie leer zurück. Das ist wichtig. Zum Beispiel, es kann ein Mensch, ein Pastor sein, eine Gemeinde leiten, aber nie bekehrt sein, richtig. Aber er liest aus der Bibel
Und Gottes Wort kommt nie leer zurück, sondern wirkt in jeden Herzensmenschen. Ja? Und ich möchte da wirklich Zeugnis geben. Ist doch wunderschön, dass der Flex diesen Stream macht, dass wir zum Teil bis zu 1800 Zuschauer bei Flex haben. Und dann wirkt das. Und ich möchte auch selber sagen, Flex, schau mal, das sind zwei, drei Blindschleichen reingekommen, ja, so Schlägelchen, ja, die wie eine Kobra beißen. Ne? Und die wollten dich ein bisschen verunsichern, so bist auf nicht richtigem Weg, Jesus würde das nicht machen. Und heute wollte ich wirklich reinkommen, ich bin zwar sehr müde, um dir Mut zu sprechen. Es bringt Frucht, Flex, es bringt Frucht. Ja? Danke. Bitte, das wollte ich sagen. Jetzt lasse ich dir wieder das Wort, lieber Bruder. Ja, genau, Leute, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Ja, wenn wir über den Herrn Jesus Christus sprechen, Leute, ich bin knallhart. Ich weiß, ich bin knallhart. Man kann es in der Liebe machen. Wenn ich merke, dass die Person, ich erzähle euch mal was, Leute, ja, dann lasse ich auch Patrick auch ein bisschen das Wort verkünden, dann können wir auch mit den anderen zwei auch gleich reden. Es geht darum, Leute, wenn jemand reinkommt und ich spüre, dass er reinkommt, um zuzuhören, um nicht zu, ich komme jetzt, um dich zu widerlegen, ich mach dich. Wenn er reinkommt und er will wirklich wissen, hey, und man hört es auch raus, und er nur verstehen möchte, dann weiß ich, okay, hey, er ist wirklich hier drinne, um zu verstehen. Aber wenn jetzt jemand reinkommt und so in dem Sinne so, ich komme jetzt und ich mach dich fertig und so, und, Leute, da kann, ich bin da kein Kuschelchrist mehr. Ich bin da in dem Moment kein Kuschelchrist mehr. Ich bin dann knallhart. Ja, ich bin da wirklich knallhart dann. Ja, deswegen, Leute, versteht mich nicht falsch. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Wenn ich den einen oder den anderen Bruder ein bisschen verärgert habe, dann will ich nur noch eine Sache sagen. Dann tut's mir leid. Okay, ich bin Mann genug, um mich zu entschuldigen und auch zu sagen, dass es mir leid tut, ja. Aber wir müssen die Wahrheit sprechen. Nochmal, ich wiederhole mich sogar nochmal, ne? Deswegen, wir bleiben in der Wahrheit und sind in der Wahrheit. Und genau, das ist mir sehr, sehr wichtig. Patrick, wir haben eine zweite Person. Moment, bin gleich wieder da. Ja, also ich wollte nochmal sagen, wir müssen ganz klar feststellen, dass der Islam leugnet das Fundament des Christentums, greift das Fundament des Christentums an. Der Islam leugnet die Vaterschaft, die Sohnschaft. Der Islam leugnet, dass der Herr Jesus Christus Gott ist. Der Islam leugnet, dass wir einen dreieinen Gott haben. Der Islam leugnet die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und darum gehen wir dieses Thema an. Also an liebe Muslime, warum ihr euch fragt, warum wir das machen, genau aus diesem Grund. So, kleinen Moment. Patrick, du kannst mit die zwei dich unterhalten. Ich bin gleich wieder da, okay? Okay, mache ich gerne. Also, wer möchte zuerst mal sich vorstellen? Hallo? Ja, wer spricht? Der J, oder ich? Nein, Punkt. Ah, okay, Punkt. Bist du? Ja. Ich wollte fragen, ob du mir einen Vers erklären könntest. Bin zwar sehr müde, ich versuche es, ja. Was meinst du ganz genau? Hast du die Bibel da? Jetzt ja. Hallo? Ja, ich höre dich. Hast du die Bibel da? Ja. Also Lukas 14, 26. Okay, dann lies doch mal. Warte. Lies mal vor. Einen Moment, bitte. Bist du noch da? Ja, einen Moment, bitte. Wie lautete der Vers noch einmal? Lukas 14, 26. Okay. So, es steht... Moment. So jemand zu mir kommt und hasst nicht sein Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Ich war in einem Stream, da war so ein Moslem, der meinte irgendwie, also ich verstehe den Vers halt nicht, er meinte, man, also wenn man seine Mutter liebt, kann man irgendwie nicht der
kann man nicht Jesus folgen oder so. Okay, ich verstehe dich, ja. Schau mal, es ist so, Jesus Christus sagt hier, ich lese es noch einmal vor, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder und Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Die Übersetzung mit hassen, ja, ist ein bisschen zu streng übersetzt. Hier sagt der Herr Jesus Christus, niemand kann zu mir kommen. Das heißt, er ist die Nummer eins im Leben. Ja, er, Gott, ist die Nummer eins. Und erst nachher kommt, wie es hier steht, kommt dann die Mutter, der Vater, die Frau und die Kinder. Jesus Christus ist immer an erster Stelle bei einem Christen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und hier sagt der Herr, wenn ich nicht an erster Stelle in deinem Leben bin, ja, dann geht es nicht. Dann kannst du nicht mein Jünger sein. Dann kannst du mir nicht nachfolgen. Ja. Genau. Ja. Es geht darum, dass Jesus Christus an erster Stelle ist und nicht deine Mutter. Es geht darum, dass dein Gott, dein Herr an erster Stelle ist und nicht deine Mutter. Gott ist immer an der ersten Stelle. Darum geht es in diesem Vers. Und wenn du in einem islamischen Stream bist oder in muslimischen Streams und die dir Bibelverse auslegen und dich belügen gleichzeitig, die wollen ja nur, dass du deine Religion behältst und ja nicht eine andere Religion beitreten tust, beispielsweise der Wahrheit beitreten tust. Und du darfst eine Sache auch nicht vergessen, wir waren zuerst da. Ja, das Evangelium war zuerst da. 600 Jahre später kam der Islam. Also der Islam kann uns nichts erzählen. Der Islam ist eine neu gegründete Religion. Wir waren schon immer da. Der Herr Jesus Christus war schon immer da. Er war von Ewigkeit zu Ewigkeit, er war schon immer da. Ja, und nicht ein Allah, der gerade mal 1400 Jahre alt ist. Und deswegen sind wir in der sauberen Lehre, in der gesunden Lehre. Und wir sind auch keine Götzen. Ja, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Yeshua al-Masihu Akbar. Ja. Ja, danke. Aber ich wollte nur sagen, ich bin Christ. Ja, Gottes Segen. Wenn du Christ bist, das freut mich sehr. Ja, weil du meinst ja irgendwie, meine Religion ist 1400 Jahre später gekommen. Ich dachte, ja, aber ich bin Moslem. Aber ein, du bist Christ? Ja. Wie, du bist Christ? Du bist doch kein Christ. Also ja. Ein Christ kommt hier rein und sagt, das erste ist Gottes Segen, da kann ich dir jetzt schon garantieren. Das hast du nicht gesagt. Ja, hab's vergessen. Okay, also wenn du sagst, du bist Christ, kannst du dann sagen, dass Mohammed nicht dein Prophet ist? Kannst du das bitte sagen? Mohammed ist nicht mein Prophet. Okay, alles klar. Ja gut, dann bist du wirklich Christ. Alles gut. Aber warum stellst du dann diese... Ach so, du wolltest es wissen. Okay, verstehe. Ja. Okay. Ja, nee, alles gut. Ich werde jetzt nicht fragen, aber egal. Okay, nee, haben wir deine Fragen beantwortet? Ja, vielen Dank. Alles klar. Okay, dann erstmal Gottes Segen an dir, ja? Danke, gleichfalls. Schönen Tag noch. Okay, alles klar. Okay, alles klar, Gottes Segen. Mit dem Gottes deswegen, Segen, das Leute, hat er nicht ganz verstanden. Ja, deswegen, Leute, versteht mich nicht falsch, aber wir müssen prüfen. Ja, wenn ich sage, wir müssen prüfen, wir müssen echt gucken, wer reinkommt. Wir können nicht einfach, ihr wisst schon, da und dies und das. Wir müssen echt gucken, ob die Person wirklich Christ ist oder nicht. Und deswegen kommen so Sachen wie, ja, sag mal, Mohammed ist da oder Mohammed ist dies. Wir müssen prüfen. Ne? Deswegen nimmt es mir nicht übel an meine Geschwister und Brüder. Ja? Man muss wirklich prüfen, das sagt die Bibel sogar selber. Ja? Weil es kann auch sein, dass sie sich verkleiden wie die Engel des Lichts und dabei ist das ein Wolf, der in diesem Schafspelz quasi drin ist. Ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen muss man prüfen. Ne? Bei aller Liebe. Ja, mein Bruder. Also, normal. Bruder Flex, ja, schau mal, ich werde es noch ganz genau erklären. Wir beide haben ja ein spezielles Buch, ja? Ja. Und da steht, hassen meint hier kein Gefühl, sondern ein entschiedenes Zurückstellen. Jesus will keine Mitläufer. Die Volksmenge genau. Ging nur mit ihm, sondern Jünger und Nachfolger. Alle anderen Bindungen, auch in Familie und Verwandtschaft, dürfen die Beziehung zu Jesus nicht behindern. Also so ist es theologisch richtig gesagt. Ja, richtig. Du machst es aus der Elberfelder oder aus der Schlachter? Elberfelder. Elberfelder, okay. Ja. Wir haben dieselbe Studienbibel, oder? Ja, genau, Studienbibel, genau richtig. Okay, super, alles klar. Nee, passt.
Alles klar. Nee, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ist auch richtig, das kann ich bestätigen. Und genau, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. Jetzt gucken wir mal, wen wir hier haben. Das ist ein Sam. Okay. Machen wir den mal hoch. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Hi, wie geht's? Ich wollte fragen, wie man Christ wird. Wie man Christ wird? Ja. Naja, die Frage ist, bist du Muslim, bist du Moslem oder bist du Christ? Also, im Moment gar nichts, ja. Also, ich war Moslem, jetzt nichts mehr. Du warst Moslem? Ja, ich will Christ werden. Okay, du bist Moslem, du warst Moslem und du... ja, aber wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 14. Oh je, ich muss dich leider rausschmeißen, weil sonst wären wir gesperrt. Du bist zu jung. Ja, Leute, alles gut. Ja. Ich weiß Bescheid. Das hat man schon von der Stimme gehört, dass er zu jung ist. Alles ja, gut. Ja, wollte ich gerade auch sagen, Flex. Das hat man gerade gehört. Ja. Der ist tatsächlich sehr, sehr jung. Deswegen. Ja. Und die Frage war auch nicht sehr sinnvoll. Er soll einfach privat schreiben. Gut, Patrick, dann kannst du das Wort verkünden. Ich suche jetzt kurz was raus, solange. Ich mache dich dann groß, Patrick. Ne? Okay, Bruder, ja. Ja, dann ja. Kannst ruhig auch länger reden, ist kein Problem. Ich muss nur kurz was raussuchen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuschauer, gepriesen sei Gott der Herr. Der Herr Jesus Christus, Gott wurde Mensch, um für uns Menschen zu sterben. Anders ging es nicht. Und wie auch die Frau, die vorher drin war, die Zeugnis gegeben hat, sie hat das so wunderschön gemacht. Und wisst ihr, was mich am meisten berührt hat? Sie hat wahrscheinlich eine der besten Kolleginnen verloren. Und sie wollte sich eigentlich um sie kümmern, aber sie hatte selber auch Probleme mit dieser Prüfung. Sie hatte keine Zeit, sie wollte auf sich schauen, sie wusste, diese Prüfung ist wichtig. Das ist ganz kurz, ja? Patrick, ich muss ganz kurz ein bisschen blöd unterbrechen. Da hat einer mit einem Jesuskreuz geschrieben, schmeiß doch nicht den junge Seele raus, die nach der Wahrheit suchen. Kollege, er ist zu jung. Wenn wir ihn hier noch weiterhin hier drinne behalten, kriegen wir hier eine Sperre. Wir können hier nicht mit Minderjährigen sprechen. Das geht nicht. Werd wach. Was sind das für blöde Fragen? Also sorry. Also da muss gesagt werden. Das ist ja, der war jung, das hat man doch von der Stimme gehört. Also bei aller Liebe. Mann. Jetzt kannst du weiterreden, Patrick. Tut mir leid. Ah, das ist okay, das ist auch wichtig. Eben diese Schwester, diese Christin, sie hatte viel um die Ohren. Sie wusste, das ist die letzte Prüfung, wenn sie die nicht besteht, dann ist es mit ihrer Karriere nicht mehr so gut. Aber sie hatte gleichzeitig eine Kollegin, die in der Drogenszene war, so wie sie das gesagt hat, die falsche Kollegin kennengelernt hat, und die ist verstorben. Und wo sie bei der Beerdigung war, hat sie zum ersten Mal, ich werde es mal so behaupten, den Tod gesehen. Den Tod, das ist tatsächlich, die Menschen denken wirklich, der Tod, ich werde nie sterben. Menschen denken, nicht alle, aber die meisten Menschen denken, ich werde nie sterben, ich lebe ewig. Vor allem die Jungen. Bei den Jungen, die sagen sich, ja, der Himmel ist doch weit, weit weg. Und umso älter das man wird, umso näher kommt der Himmel, ja. Aber wir müssen eins verstehen, wir wissen nicht, wann wir sterben. Und ich rate jedem, ja, der nicht gläubig ist oder der einen anderen Glauben hat, geh doch mal einen Tag in eine Leichenhalle arbeiten oder mal reinschauen. Und dann siehst du die Realität. Und dann macht sich jeder Mensch Gedanken, wo geht der hin? Wo ist dieser Mensch hingegangen? Versteht ihr? Und darum ist es eben wichtig, dass das Zeugnis von dieser Schwester ist, hat mich so bewegt. Ja? Sie hat eine gute Kollegin verloren, ist bei der Beerdigung zum Glauben gekommen, weil sie gesehen hat, der Tod ist real. Und der Tod ist durch die Sünde in die Welt gekommen. Und der Teufel ist schuld. Er hat Eva verführt mit den Worten, hat Gott wirklich gesagt. Und darum müssen wir wirklich klaren Kopf haben und sehen, ja, wir können jetzt sterben, wir können morgen sterben. Niemand von uns weiß, wann er stirbt. Und der Herr Jesus Christus sagt, ich habe Vollmacht, Sünden zu vergeben auf Erden. Das heißt, solange du lebst, kannst du das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus annehmen. Wenn du stirbst, kannst du nicht mehr
Sünden Vergebung haben. Denn niemand kommt in den Himmel, der Sünde hat. Niemand. Ja? Und das wollte ich hier wirklich sagen, damit die Menschen, die hier drin sind, das verstehen, warum wir das machen, warum wir Menschenfischer sind, das sollen wir auch sein, warum wir Apologetik betreiben, warum Flex sich das antut. Ja, ich muss mal manchmal auch sagen, warum tue ich mir das an? Ja, manchmal ist es wirklich sehr schwer, auch auf TikTok, dass wir uns zum Teil beleidigen lassen, angreifen lassen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn hier verschiedene Menschen hineinkommen, dann haben wir ganz verschiedene Charaktere, wir haben verschiedene Religionen und wir müssen da sehr schnell reagieren. Und manchmal kommt auch das Fleisch zum Vorschein. Aber was wir wirklich wollen, ist sagen, rettet eure Seelen. Rettet eure Seelen, bevor es zu spät ist. Dieses Zeugnis von dieser Schwester, das hat mich so berührt. Und ich hoffe, liebe Schwester, ich möchte dir Mut sprechen. Du hast keine Schuld an dem Tod von dieser mit einer Kollegin, ja, weil Gott hat für jeden einen Plan und Gott ruft den jeden Menschen im Leben 1 bis 3 Mal gemäß Hiob. Er kann auch mehrmals rufen, ja. Aber Gott wollte dich wirklich holen, diese Schwester. Er wollte dich zu sich ziehen und das ist ein wunderschönes Zeugnis. Das wollte ich sagen, Flex, ja. Dann übergebe ich gerne wieder dir. Amen. So. Shalom. Shalom, Trinitaria, Bruderherz. Wie geht's dir? Gottes Segen. Shalom. Ich wollte ganz kurz nur eine Einmeldung reinbringen. Und zwar bin ich also am Recherchieren, am Wursteln und so. Und jetzt hat Israel, ne, gut zuhören bitte, auch die im Chat, die Geschwister, Israel hat jetzt bekannt gegeben, offiziell, dass jetzt am kommenden Montag zum Pessachfest soll die rote Kuh geschlachtet werden. Und die haben gesagt, das jüdische Volk soll sich darauf vorbereiten, den Messias zu treffen. Und dass jetzt demnächst, also in ein paar Monaten vielleicht, der dritte Tempel da stehen wird, wo die Al-Aqsa-Moschee steht. Das haben die offiziell gemacht. Wow, also das prophezeit sich also, was in der Bibel. Ja. Es geht los, es geht tatsächlich los. Wow, das ist krass. Wir sind kurz vor knapp. Also Leute, ihr seht selber, dass die Bibel die Wahrheit ist. Jesus Christus, Yeshua el-Messihu Akbar, sage ich immer wieder dazu, er ist die Wahrheit, er wird die Wahrheit bleiben, er ist die Ewigkeit. O Herr Jesus Christus, wir lassen unsere Sorge in deiner Hand. Du bist derjenige, der uns richtet. Du bist derjenige, an dem wir vertrauen. O Herr Jesus Christus, wow. Also mir fehlen da die Worte, Leute. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll, Leute, weil es ist ein wunderschönes Gefühl. Das soll alles ein Ende haben, Leute. Wirklich, das muss alles ein Ende haben. Warum ich das sage? Wir wollen zum Herrn. Denn diese Erde vergänglich. Diese Erde ist vergänglich. Aber beim Vater haben wir die Ewigkeit. Die Ewigkeit für immer und immer haben wir da die Ewigkeit. Und deswegen sage ich immer wieder, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Wir werden dort Ruhe haben. Wir werden dort lachen, voller Freude sein. Hier auf dieser Erde haben wir nichts, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, das Geld, Auto, was auch immer, das ist alles vergänglich. Das ist alles vergänglich. Deswegen, ich freue mich, wenn der Herr kommt. Das muss alles ein Ende haben. Denn dort werden wir die Ewigkeit haben. Im Namen Jesus Christus bete ich. Amen. Für alle Geschwister, die das nachprüfen wollen und auch sollen, ne? Amen. Euch Amen. Googelt den Namen Yitzhak. Moment, warte, Yitzhak heißt. Yitzhak Pindrus. Einfach bei Google eingeben und dann findet ihr das schon sofort. Dann ist von YouTube, wird ein Video vorgeschlagen und das könnt ihr aufmachen und dann gibt er das Interview. Der ist auch in der Knesset vertreten, also der hat Regierungsverantwortung und das ist nicht irgendein Schwachkopf, der irgendwas erzählt, sondern wird schon Hand und Fuß haben. Ja, tatsächlich, das, was du sagst, das stimmt. Das habe ich vor ein paar Monaten schleichend immer wieder gehört. Und tatsächlich, diese Sachen kommen in Erscheinung. Und das ist krass. Ne? Da sieht man einfach, dass die Bibel wirklich diese Dinge prophezeit. Und Jesus Christus sagte selber, diese Dinge müssen geschehen, dass er kommt. Ja? Und deswegen alle Ehre dem Herrn. Ja, in Ewigkeit. Wir lassen unsere Last in Gottes Hand und Gott ist derjenige, der uns führen wird. Amen, Jesus Christus, bete ich, Leute. Amen, Leute. Amen. Amen. Es ist echt was Schönes. Wirklich sehr, sehr schön. Wir können es kaum erwarten. Du, ja, ich auch. Flex.
Erstmal, wenn man hier reinkommt, begrüßt man die Leute. Danke, dass du mich angenommen hast und grüße dich, mein Lieber. Und man sollte auch die Gäste grüßen, bei allem Respekt. Grüße euch alle. Danke, danke. Auch dir auch Gruß. Du, ich folge dir schon lange Zeit und höre euch auch ganze Zeit zu. Ja. Ich respektiere auch vollkommen euren Glaube. Ich bin Muslim, Alhamdulillah. Okay. Und also ich will nur kurz was sagen. Ja. Solange du respektvoll mit mir redest, ist alles okay. Okay? Du. Dann ist auch alles gut und ich gehe mal davon aus, so ruhig und wie entspannt du bist ein respektvoller Mensch. Nee, vollkommen. Alles in Ordnung, mein Lieber. Okay. Ich glaube an meine Religion, so wie ihr an eure Religion glaubt. Und meine Religion heißt, respektiert alle Menschen und alle Religionen und alle Glauben. Auch, okay. Auch wenn du an eine Statue glaubst. Das habe ich vom Koran gelernt. Mhm. Verstehst du? Jetzt wollte ich mal fragen, im Koran steht, ich habe das jetzt aus dem Koran so gelernt und gelesen, ja, dass Jesus Christus, so wie ihr ihn nennt, bei uns im Koran heißt er Hazreti Isa. Der Isa war der, sagen wir mal, der vor unserem Propheten kam. Ne? Sage ich bis jetzt die Wahrheit oder nicht? Also das Evangelium war zuerst da, 600 Jahre später kam der Islam, ja. Ja, also vor unserem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, war der Jesus Christus, der Hazreti Isa, der Prophet gewesen, oder nicht? Nein. Nein. Wieso? Wer war denn davor? Das ist ein falscher Jesus Christus. Euer Jesus, ich mit Respekt, das ist ein falscher Jesus. Der kann nicht der Retter und Erlöser. Mag ja sein. Das ist nicht unser Jesus. Tut mir leid, aber das muss ich dir klar sagen. Mag ja sein. Respektiere ich, glaube ich dir auch. Das ist dein Glaube. Alles schön und gut. Ich diskutiere auch gar nicht darüber. Aber bei uns ist halt der Jesus, der Prophet, der vor unserem Propheten kam. Verstehst du? Und im Koran sagt er, habe ich auch schon mal erwähnt, da war der Alvaro schon mal auch im Live dabei gewesen, da habe ich erwähnt gehabt, dass der Jesus versucht hat, die Juden umzuswitchen, dass die wirklich an einen Gott glauben und sagt, hört auf, an die Statuen zu glauben. Die Statuen sind nicht, ihr erbaut euch euer eigenes Gott. Okay, von wem sprichst du? Ich rede vom Jesus gerade, was im Koran, was ich gelesen habe, was im Koran die Geschichte von Jesus, von Isa steht. Mhm. Also, Isa, warte, guck mal, ich lasse dich auch gleich weiterreden. Nee, ganz kurz, ich möchte nur, weil sonst vergesse ich. Okay, kein Problem, alles gut. Danke dir, vollkommen. Ich wollte nur sagen, der Isa, der Jesus hat dann, im Koran steht das so, der Isa hat dann im Koran steht es so, dass er gesagt hat, du, ich habe euch allen versucht zu erklären, klarzumachen und wirklich euch allen klarzumachen, dass es nur einen Gott gibt. Und ihr habt mir nicht geglaubt. Liest du aus dem Koran? Das steht im Koran genau so. Okay, das wurde übernommen von 3. Mose 26,1. Das warte, ist ein warte, warte, Vers. Warte, damit ich es nicht vergesse, Bro, ganz kurz. Mhm. Er hat gesagt, ihr baut euch weiterhin Statuen, den an ihr glaubt, sagen wir mal, Beispiel jetzt, Gott des Sonnes, Gott der Erde, sonst weißt du was. Ihr baut euch Statuen. Geklaut aus 3. Buch Mose. Und mag ja sein, ich erzähle dir nur einfach. Und ich sag euch, ihr habt mich besteinigt, ihr habt nicht an mich geglaubt, ihr habt mich gekreuzigt. Mhm. Nach mir wird ein Prophet kommen, der wird euch die Wahrheit nochmal erklären. Das wird das Religion Islam sein. Ich hoffe und bete bei Gott, der wird euch überzeugen können und das wird der letzte Prophet sein. Und im Bibel steht unser Prophetname ganz anders wie im Koran. Okay, darf ich was dazu sagen? Natürlich, jetzt bin ich zu Ende. Das wollte ich nur gesagt haben. Also bezüglich diesen Verses, ja, was du genannt hast, was Jesus Christus gesagt hat. Übrigens spricht Yahweh in 3. Buch Mose, stellt euch keine Götzen auf, werft euch nicht vor einem Stein nieder, denn ich bin euer Gott. Ganz genau.
Diesen Vers, den du gerade zitiert hast, das habt ihr übrigens aus der Torah geklaut. Warum ich das sage? Von 1. Buch Mose bis 5. Buch Mose steht das im 3. Buch Mose 26,1. Steht genau, ja, dieser Text. Es hat nichts mit geklaut zu tun. Tora, ja, ganz kurz. Darf ich zu Ende reden? Es ist alles Gottes Bücher. Es ist alles. Darf ich zu Ende reden? Ja. Okay, das Evangelium war ja zuerst da. Ihr seid ja 600 Jahre später erst gekommen. Deswegen habt ihr das ja auch von uns und nicht wir von euch, weil wir haben von euch gar nichts. Weil der Koran bestätigt die Bibel. Die Bibel bestätigt aber nicht den Koran. Hallo Flex, ich habe keine Zeit. Ich wollte ein paar Sachen sagen. Okay, was möchtest du denn sagen? Weil wir sind noch im Gespräch. Ich habe eine Frage für dich, Flex. Was ist die Teufelwerke? Was? Teufelwerk. Was ist von Teufelwerk? Erstens, wenn man hier reinkommt, begrüßt man die Leute und begrüßt die Zuschauer. Hallo Zuschauer, hallo Flex, hallo zusammen. Hast recht. Mhm. Ja, das meine ich nicht. Was ist die Teufelwerk? Was für mich das Teufelswerk ist? Ja. Der Täuscher Mohammed. Nein, ich habe nicht so gemeint. Was macht Teufel? Der tötet, der vergewaltigt, der lügt. Genau, und das hat Mohammed getan. Warte bitte, nicht unterbrechen. Und das alles hat Mohammed genau das getan. Mit 6-Jährigen geheiratet. Der hat alle Christen umgebracht, alle Juden umgebracht. Und kommst du hier, sagst du bei uns, Koran heißt nicht Jesus, heißt Isa, nach 600 Jahren, wo Gott nur mit Israeliten gesprochen hat und mit Juden, kommt mit einem dreckigen Araber zu reden und sagt, das heißt Isa? Nein, 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 keine Araber beleidigen, Bruder, bitte, bitte. Nein, ich meine Mohammed, nicht Araber beleidigen, sondern Flex, Bro. Ja. Entweder das ist die Wahrheit, ich beleidige nicht. Das ist die Wahrheit. Hat Mohammed nichts getötet, hat keine 6-Jährige vergewaltigt, hat nicht eine Frau von. Bitte lass mich reden. Halt mal deinen Mund. Halt mal ganz genau deine Schnauze. Lass, ich bin zu sprechen, halt ich muss wieder runter, okay? Halt mal deine Schnauze. Guck mal, das halt ist die Islam. Die kleine IS kommt raus. Wenn du bist ein Drucks, kommt raus. Das ist die Islam. Lass mich jetzt reden, ich habe dir zugehört. Guck mal, deine Buch, verdammte Schnauze. Wir werden Anklagen und verbotene Buch in Europa machen, okay? Ich frage dich, ey Flex, entweder schmeißt den raus oder er lässt mich jetzt reden. Israel, wir reden später, okay? Bei aller Liebe. Lass dich, Flex, lass dich nicht von einem Muslim deine... Schmeißt du den raus, Bro, oder lass mich jetzt reden. Israel, wir reden nachher, weil das war ein bisschen nicht so toll. Ich weiß, das war nicht so toll, aber das ist die Wahrheit. Er hat jetzt seine Schnauze. Aber Israel. Du hast Schnauze. Deine Mohammed hat Schnauze, den Kinderschänder. Israel. Raus damit, Bro. Raus damit sofort. Ganz kurz, Israel. Erstens. Israel, tut mir leid, ich musste nur runtersetzen, damit das nicht eskaliert. Bro, nee. Ganz ehrlich, ich bin hier reingetreten bei dir, ich rede respektvoll, aber der kommt hier rein, beleidigt meinen Propheten. Ich habe dein Prophet ist mein Prophet. Verstehst du? Dein Prophet ist mein Prophet. Dein Prophet heißt Jesus, bei mir heißt er Hazreti Isa. Er kann noch sich auf den Kopf stellen und sich im Grab umdrehen, bei mir heißt er trotzdem Isa. Er ist immer noch ein Prophet, er kommt im Koran vor. Ich respektiere deine Religion, ich respektiere deine Propheten. Der Bruder. Warte mal ganz kurz. Er kommt hier raus. Mit welchem Beweis beleidigt er meinen Propheten als Vergewaltiger? Das möchte ich jetzt wissen. Ja, jetzt alles gut. Der Bruder verteidigt sein Glaube und. Aber nicht auf diese Art und Weise, Digga. Ja, ich habe ja auch gesagt, es ist nicht okay, wenn man jetzt eine Nation, sagen wir mal, Es geht nicht um die Nation. Er beleidigt hier meinen Propheten, Bruder. Er beleidigt hier meine Religion. Ich bin nicht der Einzige. Er beleidigt hier die Religion Islam, Propheten. An Israel. Morgen, als Vergewaltiger. Ich wollte nicht, dass die Situation eskaliert, Leute. Deswegen habe ich den Israel nur runtergetan, weil sonst das würde jetzt eskalieren. Wir wollen einen sauberen Dialog führen. Alles gut, Israel, ich küsse dein Herz.
Aber wir wollen nicht, dass die Situation eskaliert. Deswegen alles gut, komm runter. Ich führe jetzt einfach mal das Gespräch entspannt und dann hole ich den Israel wieder hoch und ich hoffe, dass ihr ja wenigstens eine Mitte irgendwo findet. Danke an alle, die wirklich promoten. Leute, ich küsse euer Herz, aber ich wollte mich hier nicht aufregen, aber trotzdem, das ging hier gerade zu weit. Wirklich, aber Kurde, dieser Kurde, guck mal, du musst ganz gut zuhören, was ich dir jetzt sage. Israel hat in vielen Punkten, die er genannt hatte, hat er recht gehabt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich will dir aber auch eine Sache sagen. Wusstest du, bist du Sunnite oder bist du Schiite? Ich bin Sunnite, Bruder. Du bist Sunnite. Ja. Wusstest du, dass Mohammed, ja, den du ehrst und den du sagst, er ist der Beste, wusstest du, dass er gesagt hat, die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Türken bekämpfen, deren Gesichter aussehen wie gehämmerte Schilder? Wie hört sich das denn für dich an? Bruder, ich habe sowas, ich sag dir ganz ehrlich, von so einem Zitat oder von so etwas habe ich noch nie gehört. Okay, darf ich dir die Quelle geben? Darfst du, natürlich. Okay, wenn du diese Quelle lesen tust. Ja. Und wenn ich dir jetzt eine gebe, wo Mohammed sagt, Kurden sehen aus wie Djinns, was machen wir dann? Du kannst mir so viele Quellen geben, ich weiche nicht vom Koran ab. Aber du folgst dann einem Propheten, der deine Nation beleidigt und der Türken beleidigt und den folgst du? Ist es dein Ernst? Okay, Bro, Gegenfrage. Dieser Kurde, es geht um deine Ewigkeit. Ja, was ja, okay. Natürlich verstehe ich vollkommen, ich bin vollkommen bei dir, aber jetzt eine Gegenfrage, Bro. Darf ich dir auch eine Gegenfrage stellen? Ja, selbstverständlich darfst du eine Gegenfrage stellen. Die Bibel, wie oft wurde sie verändert? Gar nicht. Meinst du? Ja, wenn sie verändert worden ist, dann zeig mir mal eine Veränderung. Du, fang mal jetzt bei Epstein an. Elberfelder, Dachter, Einheitsübersetzung ist immer noch dasselbe. Immer noch dasselbe. Nein, Bro, nein. Ja, guck mal. Doch, weil wir haben die Koranrollen am Toten Meer. Und die hat übrigens ein Junge gefunden, der Mohammed geheißen hat, hat das größte Zeugnis geliefert für die Christen, genau, dass die Bibel nie verfälscht worden ist. Das ist eine Ironie, das war ein Beduinenjunge namens Mohammed oder Mohammed. Und der hat mit Steinen geworfen in diese Höhlen und dann wurden die Qumranrollen gefunden. Und die Qumranrollen haben alles bestätigt, dass die Bibel noch nie, so wie das Alte wie das Neue Testament, irgendwo Fehler hat oder umgeschrieben worden ist. Und genau, das ist natürlich, wenn jetzt der Koran sagt, die Bibel ist falsch, dann haben wir den besten Beweis zum Sagen, wenn der Koran sagt, die Bibel ist falsch, ja dann muss der Koran falsch sein. Ne? Aber wir haben Belege. Genau, wir können es wenigstens beweisen. Und nicht nur das. Guck mal, dieser Kurde, du musst mir eine Sache zuhören. Du musst da wirklich zuhören, was ich sage. Ich höre die ganze Zeit, ich höre euch beide. Wenn dein Gott tatsächlich... Bro, dein Gott ist mein Gott. Nein, es sind nicht diese... Nein, unser Gott hat einen Sohn. Das macht der Unterschied. Unser Gott hat einen Sohn. Hat Allah einen Sohn? Guck mal, darf ich nur was sagen? Ich möchte noch fragen, hat Allah einen Sohn? Nein, bei uns. Also haben wir nicht den gleichen Gott. Ich danke dir. Ja, genau, danke, bitte. Nee, alles gut, alles in Ordnung. Bei uns gibt es auch noch, ich weiß nicht, Flex, Bro, eine Frage. Du hast doch, hast du die Geschichte vom Mohammed die angehört oder den Film dir angeguckt? Also ich kann dir nur eine Sache sagen. Ich habe mir den Film von Mohammed ganz kurz mal reingezogen, um zu gucken, ob diese Leute, die diesen Film gedreht haben, ob sie heucheln oder nicht. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Derjenige, der den Film Mohammed gedreht hat oder beispielsweise gemacht hat oder beispielsweise gefilmt hat, das waren die größten Heuchler, die ich jemals gesehen habe. Warum sage ich das? Warum zeigen sie nicht die Stelle, wo Jibril die Offenbarung an Mohammed gebracht hat? Und weißt du, warum die das nicht zeigen? In den Hadithen. Allgemein Mohammed sein Gesicht nicht, Bro. Wie bei Moment. Jesus.
Moment, Moment, du musst mich reden lassen. Ja, ja klar, nee, ich meine. Bei dem Film von Mohammed, ich habe es mir reingezogen, die Stelle, wo Mohammed eigentlich diese Offenbarung kriegen sollte, haben sie nicht gezeigt. Das haben die rausgekattet. Und ich kann dir auch sagen, warum die das rausgekattet haben. Das lesen wir in Sahih al-Bukhari 3. Sahih al-Bukhari 3 lesen wir, dass dieser Engel kommt und Mohammed in der Höhle komplett auseinander nimmt. Der nimmt ihn so auseinander. Lies Sahih al-Bukhari 3. Dann wirst du verstehen, warum ich sage, bei dem Film von Mohammed zeigen die das nicht, weil das ist peinlich. Weil viele würden sich hinterfragen, so, oh, okay. Oh Gott, ein Engel, der kommt und Mohammed so auseinander nimmt, warum zeigen die diese Stelle Bruder, nicht? Bruder, warum fügen sie das nicht hinzu? Bruder Herz, ich küsse dein Herz, ich höre dir so gerne zu, du erzählst auch so wirklich, du hast auch eine angenehme Stimme, ich küsse dein Herz, wirklich. Ja. Aber eine Sache möchte ich dir sagen, hättest du dir den Film mal weiterhin angeguckt, gell? Da gibt's eine Szene, da sagt unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ich küsse sein Herz, Gott hab ihn selig. Da wird er genauso wie Jesus von seinen Leuten vertrieben. Seine Gläubiger, die an ihn glauben, werden vertrieben, besteinigt. Weißt du, was unser Prophet zu seinen Gläubigern sagt? Ich weiß, ich möchte nicht lügen, aber es gibt eine Stelle, da sagt er zu denen, geht dahin, da gibt es einen Priester, Priester von einer Kirche, der wird euch Obhut gewähren, der wird euch Schutz gewähren. Und die laufen über die Wüste 2-3 Nächte lang. Ganz kurz, dieser Kurde, ganz kurz. Ja. Natella, bist du jetzt brav oder bist du jetzt frech? Ich bin immer brav. Solange du brav bist, bin auch brav, nein. Bruder. Ich hab nichts gegen Christen und ich mag alles das klar. Auch nicht, wenn, also wenn versuchen man nur gegen meinen Muslimen was hat. Alles klar, dann versuchen wir es noch einmal, aber bleib bitte gestummt und dieser Kurde will kurz zu Ende reden, okay? Genau, danke dir, Bruder. Ich okay. Küsse dein Herz. Auf jeden okay. Fall, die laufen tagelang über die Wüste und suchen diesen Priester auf, verstehst du? Und die finden auch diesen Priester. Und die suchen bei ihm Obhut. Der Priester gewährt denen aber als erster nicht den Obhut, weil er denen nicht glaubt. Der sagt, Bibel ist die wahre. Bibel ist das Letzte, was auf die Erde gekommen ist. Und der sagt denen... Die Bibel ist das Letzte, was auf die Erde gekommen ist? Also als Buch. Koran haben die dann damals noch nicht akzeptiert, verstehst du? Bibel war ja. Soll man auch ein Evangelium, wie soll man auch ein Evangelium glauben, was 600 Jahre später kommt? Das ist ja eine komplett neu gegründete Religion. Jedenfalls gab es ja Evangelium oder das Christentum, bevor es Islam gab. Dieser Kurde, hörst du dir selber zu, Bruder Herz? In Adam? Bruder, darf ich dir kurz mal das, die Geschichte zu Ende erzählen, was ich weiß? Kein Problem, kein und dann, Problem. Auf jeden Fall. Und dann sind sie halt bei der Kirche, bei dem Priester angekommen und haben dem die Geschichte erzählt, warum sie überhaupt bei dem Priester angetanzt sind. Und der Priester hat sie gefragt, was wollt ihr von mir? Und er hat gesagt, unser Prophet, Mohammed sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, wir sollen bei dir Obhut suchen, weil du der Einzige bist, der wirklich noch an die Religion und an den einzigen Gott glaubt. Und dann hat er denen Fragen gestellt. Der hat gesagt, was sagt denn euer Religion, Islam? Was erzählt ihr euch? Sag mir mal irgendwelche Zitate, bringt mir mal irgendwelche Verse bei. Sagt mir mal, was euer Religion, Islam, euch beibringt, was er euch sagen möchte. Und dann haben die aus dem Islam, aus dem Koran, mit dem Besmele, Bismillahir Rahman Rahim angefangen. Und haben die Verse aus dem Koran vorgelesen. Zum Beispiel, wie Maria schwanger wurde, ohne einen Mann zu haben. Verstehst du? Oder wie Maria... Musste ich kurz unterbrechen. Jesus auf die Welt brach. Und nee, Entschuldigung, ganz kurz, warte, ich bin gleich zu Ende. Nur noch 2 Sekunden. Okay. Ihr habt es denen zugehört, die Verse aus dem Koran, und hat gemeint, weißt du was? Da kamen noch die Feinde von gegenüber, weil sie diese Gläubiger von Mohammed mitnehmen wollten, um sie zu köpfen oder so, umzubringen. Und da haben die dann zu ihm gesagt, hat der Priester zu den Feinden gesagt, wisst ihr was,
zwischen dem Religion Islam und Was wollte Gott damit zeigen? Zwischen dem Religion Islam und Christentum liegt nur ein Strich wie ein Faden. Es okay. ist nicht dafür sagen nicht Gebote, nicht Lügen, nicht okay. darf ich kurz was sagen? Alles ähnelt sich und alles gleichelt sich. Und er hat gesagt, wisst ihr was, auch wenn ihr auf die rechte Hand mir den Mond gibt und auf die linke Hand mir die Sonne, werde ich euch trotzdem diese Gläubiger Mohammeds nicht aushändigen. Hat ein okay. Priester vom Christentum gesagt. Dieser Kurde, darf ich dir was sagen? Natürlich, Bruder. Okay. Wir sind vom Thema komplett abgeschweift. Es ging darum, wie Mohammed seine Offenbarung in dieser Höhle erhalten hat. Durch den Jibril. Genau. In Sahih al-Bukhari 3 lesen wir es. Mhm. Übrigens, wenn du es auf Arabisch lesen tust, wirst du den Fehler erkennen. Nein, Bruder. In der Hira-Höhle hieß es Ikra bismi rabbikal halaq. Das heißt Ikra. Ikra heißt les. Ja, ja, alles gut. Er konnte nicht lesen. Okay. Darf ich zu Ende reden? Natürlich. Okay, danke. Es geht darum, dass du an einen Propheten glaubst, der nicht mal von Gott direkt die Offenbarung bekommen hat. Er hat es von einem Engel bekommen und nicht von Gott. Bro, darüber können wir diskutieren, aber egal. Das lesen wir in Sahih al-Bukhari 3. Daran wird sich nichts ändern. Das können wir überall lesen, aber du liest das, was du glaubst, ich lese das, was ich glaube. Nein, es geht darum, es ist ein Hadith und wir sehen, dass da ein Engel kommt und nicht Gott höchstpersönlich in die Offenbarung gibt. So. Nein. Okay, schlag uns mal Sahih al-Bukhari 3 auf und lies uns das mal bitte vor. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das Buch zwar gerade nicht zur Hand, aber ich okay, ja, nimm dein Internet, nimm deinen Computer und lies uns das mal vor. Wie heißt... Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt sehen wir mal, ob ich lüge oder... Weil ich sag die Wahrheit. Ich weiß, was ich da gelesen habe. Sahih al-Bukhari 3 und dann liest du uns das mal vor. Ganz ja, zusammen, Gottes Segen. Hey, du Flex, ich muss runter, ich muss schlafen. Mir fehlen so viele Stunden Schlaf diese Woche. Ja, alles gut, Patrick. Gut. Ich bin am Wochenende sowieso länger live. Das passt ja, alles. Dann kann ich dann auch. Hey, wieder locker, mein lieber Bruder. Sei Gottes Segen, Bruder. Meine Schwester auch. Hey, bis später und alle Zuschauer, danke. Bis später. Ciao miteinander. Tschüss. Du Flex, weißt du was? Ja. So, ich mach mich mal darüber schlau. Du bist ja sowieso öfters live. Siehst du? Mach dich da richtig schlau. Ja, dann soll ich dir sagen, klar, was du da lesen wirst? Ich mach es dir kurz und knapp und dann kannst du gehen. Nee, ist gut. Kannst du mir gerne machen. Du musst mir zuhören, weil du unterbrichst mich ständig. Nein, Entschuldigung, Bro. Ich wollte dir nur sagen, wenn ich dann mich mal schlau gemacht habe, dass du mich dann mal annimmst, wenn ich nächstes Mal dich live anfrage, dass du uns Bescheid weißt. Das hoffen wir doch mal. Und ich hoffe, bis dahin wirst du die Wahrheit dann auch erfahren. Aber du musst mir kurz zuhören. Ich mache die Geschichte ganz kurz und knapp für dich. Also, in dieser Geschichte, in Sahih al-Bukhari 3, lesen wir, dass Jibril kommt und Mohammed in dieser Höhle, der nimmt ihn da drinnen auseinander. Wenn ich sage auseinander, dann meine ich das auch wirklich, der nimmt ihn wirklich auseinander. Ich will es jetzt nicht noch schlimmer machen, aber der nimmt ihn auseinander. Mohammed rennt weg. Waraka sagt, das war ein Engel. Dieser Engel, der gekommen ist, dieser Jibril, hat sich nicht mal vorgestellt. Wow, wie heilig dieser Engel ist. Ein Engel, der kommt und sich nicht mal vorstellt. Der packt ihn direkt. Ikra, 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 Ikra. Wow, stell dich doch mal vor, wer du bist. Waraka sagt dann, hey, hör mal zu, das war Jibril. Also, Waraka, der nicht mal in der Höhle drinne ist, woher soll er wissen, dass das Jibril ist? Und da hat das falsche Zeugnis mit Mohammed angefangen. Deswegen
Yeshua al-Messi, Hu Akbar, Yeshua al-Messi ist die Wahrheit und nicht ein Mohammed. Mohammed war nie der Weg. Mohammed hat eine falsche Offenbarung bekommen und das wissen wir. Das wissen wir, das lesen wir schon alle. Also ich weiß nicht, eigentlich sollten diese Gelehrten diesen Hadith löschen, weil wenn das in die Finger der Leute gerät, dann werden die Leute merken, oh, Mohammed ist ein falscher Prophet. Und das ist sogar noch eingestuft als Sahih. Okay. Ich würde niemals an sowas glauben. Sobald ich sowas lese, ich würde mich sofort davon distanzieren. Das ist für mich ein Kritikpunkt. Ein Engel kommt nicht und nimmt dich in der Höhle auseinander. Ein Engel kommt in Liebe. Das lesen wir sogar in der Bibel. Wenn die Engel gekommen sind, haben sie gesagt, fürchte dich nicht. Aber dieser Engel, der Mohammed begegnet ist in dieser Höhle, der hat ihn auseinandergenommen. Und da sehen wir, dass es ein Dämon ist. Das ist niemals im Leben ein Engel Gottes. Niemals. Niemals. Ein Gott schickt doch keinen Engel, der einen in der Höhle wirkt und drückt bis zur Erschöpfung. Hey, komm schon, Mann. Also irgendwo müssen schon die Wahrheit sprechen. Wir können doch nicht sagen, ja, aber das ist doch normal, das ist ein Engel und so. Wow, das funktioniert so nicht. Das ist falsch. Das ist eine falsche Lehre, das ist sogar teuflisch. Das nennt man Besessenheit. Mohammed war besessen. Es gibt sogar Verse, wo Mohammed verhext worden ist. Es gibt sogar Sahih-Hadithe. Dieser Kurde, werd wach. Es gibt sogar Quellen, wo Mohammed sagt, die Kurden sehen aus wie Dschins. Und so jemanden folgst du und sagst, Alhamdulillah, Mohammed Rasulallah. Komm schon, Mann. Wow. La ilaha illallah, Mohammed Rasulallah. Immer noch. Ja, genau. Immer genau. Oder respektiere es einfach. Ich genauso wie ich dein Glaube respektiere. Ja, aber werd wach. Werd wach. Werd wach. Dito, Bro. Ich sag dir, guck mal, das, was ich dir heute alles sage, das kannst du nachschlagen, Mann. Bro, das sind politische Quellen. Kann ich dir wiedergeben, kannst du auch nachschlagen. Ich diskutiere nicht länger darüber. Ich lese mir mal das, was du mir durchgegeben hast, durch. Ja. Mach mich mal schlau. Wir hören uns die Tage nochmal, okay? Alles klar. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Ebenfalls. Hau rein. Und wenn ich dir mal eine Anfrage schicke, nimm mich wieder an, bitte. Ja, wenn ich das sehe, dann nehme ich an. Alles gut. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. So, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir die Wahrheit sprechen können. Was ich gut finde, Leute, er war respektvoll. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Wenn ein Moslem hier hochkommt und er ist respektvoll, dann kann ich ihm auch meinen Respekt geben. Ja, ich gebe es ihm zehnfach. Ja, und muss dann auch nicht knallhart sein. Ja, und ich hoffe, Leute, ihr habt mir gut zugehört, ihr habt diese Quelle, die ich euch gegeben habe, dass ihr euch diese Quelle auch notiert habt. Ja, heute finde ich, ist der Livestream etwas entspannter tatsächlich. Ja, etwas entspannter. Am Wochenende geben wir nochmal richtig Vollgas. Ja, also falls wir die Energie natürlich haben, dann geben wir am Wochenende richtig Vollgas. Ich werde jetzt den Livestream beenden. Ich weiß, unter der Woche war ich jetzt wirklich immer wenig live, mal 3 Stunden, mal 4, mal 2, immer, es variiert, ne? Aber Leute, ne, eine kleine Pause. Und eigentlich, Leute, sind wir mit den Likes viel besser. Wir waren vor ein paar Tagen bei 500.000 Likes. Heute sind wir nur bei 280.000 Likes. Was ist mit euch passiert? Meine Geschwister. Beendest du jetzt wirklich? Oh nö, ich komme gerade erst hoch. Hey, es kann doch nicht wahr sein, meine Geschwister, dass wir gerade bei 280.000 Likes sind. Leute, das geht so nicht. Das ist der einzige Support, was ich von euch möchte. Und ihr, ich bin so traurig. Nein, Spaß beiseite. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich liebe euch, merkt euch das, ich sage es immer wieder, I love you guys, ich liebe euch. Und bitte bleibt noch. Oh. Ja, bleib, was soll das? Wieso so früh? Bleiben. Ja, das Ding ist, Leute, ich hatte heute tatsächlich kurze Themen gehabt, das war wirklich sehr, sehr kurz.
Aber versprochen, am Wochenende gibt's wirklich Bergpredigt vom Allerfeinsten. Wirklich, wir gehen von A bis Z. Komplette Bergpredigt. Nur für euch. Vom Fasten, vom alles Mögliche. Ja, das werde ich dann. Oh, bleib. Ey, Leute, ist nicht euer Ernst. Ja, doch, es wird doch nochmal unser jetzt, Ernst. Du bleibst jetzt. Wo ich gehe, sind wir bei 300.000 Likes. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst, dass ihr erst jetzt loslegt mit den Likes. Das gibt's doch nicht. Jetzt musst du bleiben, Flex. Wir holen die Mio jetzt. Wir holen die Mio. Kommt, Leute. Jetzt musst du bleiben, Bruder. Also gut, guck mal, Leute. Wir machen das so. Wir lassen Mario einmal reden. Wir lassen Mario einmal predigen. Dann lassen wir Juli die Schwester reden. Und dann lassen wir wieder Luca den Bruder reden. So machen wir das, okay? Und dann wenig. Bleibst du trotzdem. Leute, das ist fair genug. Leute, guck mal, ich bin doch schon fair. Ne? Wir lassen den Mario, den Bruder, reden. Dann lassen wir Juli reden. Dann lassen wir wieder Luca reden. Dann gebe ich euch nochmal mein Liebesbrief nochmal. Und dann, Leute, machen wir eine kleine Pause. Bergpredigt gibt's am Samstag. Ne? Vielleicht sogar morgen. Ne? Morgen. Morgen machen wir Bergpredigt, Leute. Morgen machen wir Bergpredigt. Und bei aller Liebe. Genau, morgen. Morgen auch in derselben Uhrzeit. Ne? Zwischen 18 Uhr und 19 Uhr. Ich komme dann mit Mensa, weil Mensa hat eine Beschränkung. Jedes Mal, wenn ich jetzt Mensa hochgeholt habe, hat er immer eine Beschränkung gehabt. Aber ist auch nicht so schlimm. Mario, Bruderherz, wie geht's dir? Shalom, meine lieben Geschwister. Mir geht es gut. Wie geht es euch? Super. Wir können uns gar nicht beklagen. Ne? Heißt den Herrn. Ja. Bruder, wenn du das Evangelium teilen kannst mit uns, dann lasse ich die Juli reden, dann wieder locker. Wir machen dich auch extra groß, Bruderherz, ne? Amen. Aber lass erstmal bitte die anderen quatschen. Ich komme am Ende. Oh, okay. Dann lasse ich wieder locker. Komm, dann wieder locker. Du dran. Los, komm. Komm. Ja, ich muss nicht viel sagen eigentlich. Für mich ist alles gesagt. Ich bin nur reingekommen mit meinem neuen Account, locker. Weißt du? Wieder locker. Ja, ja. Mach keine Faxen hier, ja? Was dann? Was meinst du? Mach keine Faxen hier. Predige das Evangelium. Was ist los mit dir, Bruder? Nein, hallo? Nein. Der Bruder Mario, macht das sehr schön. Ich lasse die Leute das machen, die wirklich gut machen können, weißt du? Ich mache da was anderes. Aber eben, jeder kennt mich und jeder, der weiß, ich sage immer das Gleiche. Verlasst Islam, rettet eure Seele. Nimmt Jesus Christus an. Also das sage ich tagtäglich hier, dass ich immer das Gleiche nehme. Eben nein, ich bin nur reingekommen mit meinem neuen Account, weißt du? Ich habe gedacht, ja, jetzt kann ich hoch. Darum habe ich Anfrage gesendet, weißt du? Ja, alles gut. Ja, du machst es auch sehr gut, mein Bruder. Vielen Dank für deine Arbeit hier. Ja. Unser Bruder Aramäer Hamburg ist auch da. Wir haben auch andere Brüder, die da sind. Lalilu in the house. Milena ist in the house, sehe ich schon. An unsere ganzen aramäischen Brüder und Geschwister, unsere assyrischen Brüder und Geschwister, unsere deutschen Brüder und Geschwister, die hier drin sind, unsere italienischen Brüder und Geschwister, die hier drin sind, alle Nationalitäten in Christus, die hier drin sind, Leute. We love you guys. Merkt euch das. I love you. Ramirez, we kiss your heart. An die ganzen Assyrer, Kroaten, albanische Christen, ja. Brasilianer, die Brasilianer nicht vergessen. Unsere brasilianischen Brüder und Geschwister, die hier drin sind, Leute. Unsere spanischen Mädels und Brüder, die hier drin sind. I love you guys. I love you all. Und dann lassen wir mal die Schwester Juli sprechen. Genau. So, jetzt fängt's an. Jetzt werde ich ganz Ich werde jetzt ganz lange quatschen, damit du ganz lange noch hier bleibst, ja? Du bist ja ein Gentleman. Doch, du bist ein Gentleman, du wirst mich nicht unterbrechen, Flex. Oh je. Aber ey, Leute, maximal 10 Minuten. 10. Leute, zippt doch mal, jetzt holt die, wir holen die Mio, ja, alle liken, einmal kräftig liken und dann holen wir die Million. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, vorhin, Flex, da war ja so eine Frau,
da und wo du mich hochgeholt hast, war sie auf einmal weg. War sie selber runter oder hast du sie? Ich habe sie runtergemacht, weil das... Schade, schade, weil ich wollte dir wirklich gerne was sagen, aber alles gut. Ja, alles gut, alles gut. Oh Mann, schade, schade. Ja, auf jeden Fall, was kann ich den Brüdern und Schwestern in Christus mitteilen und auch eigentlich allen Zuschauern? Ja, wie gesagt, Jesus Christus ist die Wahrheit, er liebt euch alle, kommt zu ihm. Und für jeden, der zugehört hat, ich war leider nicht die ganze Zeit da, ich war zwischendurch da, bin gerade erst fertig mit meiner Arbeit, aber auf jeden Fall, ich hoffe, dass der Flex irgendwas in euch ja, bewegt hat, mit dem, was er alles gesagt hat und mit der Arbeit, die er macht. Ich hoffe einfach, dass ihr alle wirklich so drüber nachdenkt und euer Herz öffnet für die Wahrheit auf jeden Fall. Und für alle, die so Hass hatten auf Flex heute, weil er so hart ist, Flex ist einfach, wie er ist. Wie er vorhin auch schon gesagt hat, er ist kein Kuschelchrist, ja. Ich glaube schon, dass er irgendwo ein Kuschelbär ist, aber kein Kuschelchrist. Das heißt, manche sind etwas weicher und manche sind etwas härter. So sind die Engel auch. Manche Engel sind Krieger und andere Engel sind wieder ruhige Engel, genesene Engel und so weiter und so fort. Ich finde schon, dass er, ja, wenn jemand mit Respekt kommt, dass er auf jeden Fall respektvoll ist. Und wenn er seine Meinung zu irgendwas hat, dann hat er das. Ich meine, die Muslime, die sagen ja auch so Sachen über Jesus, die wir auch nicht gerade schön finden. Und wir greifen die auch nicht an und sagen auch nicht direkt so, ey, ne? Deshalb denkt einfach nach über das, was ihr alles heute gehört habt. Und das Wichtigste vor allem ist, lest die Bibel auch für die Christen. Also jetzt nicht nur vom Stream lernen und tun, öffnet die Bibel, lest das Buch, lest das Wort Gottes und habt eure eigene Erfahrung mit Gott selber, weißt du? Und ansonsten, ja, das kann ich euch mitgeben. Jesus ist der Weg und das Licht und die Wahrheit und die Liebe. Er ist einfach alles, ohne ihn ist alles wertlos. Deswegen, ja, und an die Muslime, wenn ihr Fragen habt bezüglich dem Herrn, wie dies, wie kann das sein, wie kann, fragt ihn selber. Ja, wir sind auch nur Menschen, wir wissen vieles, aber wenn ihr den Herrn mit einem, also mit einem reinen Herzen fragt, weil ihr wirklich wissen wollt, ob es so ist, dann wird er sich euch offenbaren. Aber wenn ihr ihn nicht fragt, dann fragt ihn halt nicht, dann bleibt ihr halt unwissend. Aber wenn ihr mit einem reinen und sauberen Herzen zum Herrn betet, ja, beten heißt reden, man redet mit Gott, dass du sagst, hey Jesus, jeder sagt, du bist Gott, wie schaut's aus? Zeig mir doch mal die Wahrheit, dann wird er sich euch offenbaren, hundertprozentig. Ich glaube, alle Christen, die hier sind, können das bestätigen, dass wir alle irgendwo unseren Herrn Jesus erlebt haben, gespürt haben und er hat sich uns allen offenbart. Deswegen macht es einfach und ja, und ich hoffe, ihr findet zur Wahrheit und zum Licht. Ja, wir gönnen es euch einfach auch. So. Amen. Amen. Amen, Amen. So, jetzt machen wir Mario. Ich glaube, die Juli, bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Gottes Segen euch allen. Gute Nacht schon mal. Und schade, dass du gehst, aber alles gut. Wir respektieren deine... ja. Oha, oha. Ja, hey. Aber wirklich, ich komme gerade erst nach oben. Ich war die ganze Zeit beschäftigt, Mann. Du musst früher kommen. Ja, ich weiß, aber du weißt ja, wie du kennst ja meine Situation, deswegen, ich war ein bisschen beschäftigt. Ja, alles gut, alles gut. Okay. Also, dann lassen wir mal den Bruder Mario reden. Ja. Okay. Gut. Meine lieben Geschwister, der Herr segne euch überreich. Ihr Lieben, der Herr ist wunderbar. Er ist einzigartig, noch nie da gewesen. So ein Herrn wie unser Herr Jesus Christus gab es in der ganzen Weltgeschichte nicht und wird es nie mehr wiedergeben. Er ist der Einzige, ja, der all unsere Nöten gleichzeitig abhelfen kann. Er ist so wunderbar in seiner Liebe, in seiner Gerechtigkeit, dass er, der Heilige, ja, den man Jahwe nannte, den man Elohim nannte, El Shaddai, Zebaoth, wo die Engel vor seinen Thron flogen und sangen heilig, heilig. So wunderbar ist er, dass er Mensch wurde. Für dich und für mich und für jeden Einzelnen hier drinnen. Gott gab seine Liebe ein Gesicht. Jesus Christus. Er, der keine Sünde kannte, wurde doch für uns zur Sünde gemacht. Halleluja.
weil er uns bedingungslos liebt. Erhalte die Blinden, die Lahmen, die Tauben, die Toten hat er lebendig gemacht, Halleluja. Die von der Menschheit disqualifiziert wurden, die hat er für sein Königreich qualifiziert. Und so viel Liebe, so viel Gnade findest du in keiner Religion. Weder bei Mohammed, noch bei Allah, noch bei Buddha, noch bei Krishna, noch bei sonst irgendjemanden. Schaut mal, ihr Lieben, alle Religionsgründer, ja, sei es Mohammed, sei es Buddha, sei es Krishna, sie lebten und starben. Ja, Jesus Christus ist geboren, lebte, starb und ist am dritten Tag wieder auferstanden und er lebt in Ewigkeit. Und er ist der Einzige, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, mein lieber Moslem, mein lieber Atheist, er ist der Einzige, der dein Ende ein Ende bereiten kann. Die Bibel handelt nicht von Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, nein. Die Bibel handelt von Gott, der auf der Suche nach dem verlorenen Menschen ist. Schon in der Schöpfungsgeschichte lesen wir, Adam, wo bist du? Das bedeutet, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Wo führt dich dein Leben ohne Gott? Willst du wirklich ein Leben ohne Gott leben, dann ist das die ewige Hölle für dich, mein Lieber. Jesus kann dein Ende bereiten. Er ist, sagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dieser wunderbare, wunderbare heilige Gott, er wurde Mensch. Er nahm Knechtgestalt an, sagt die Bibel. Er wurde wie wir. Er wurde einen Sklaven gleich. Man schlug ihn, man bespuckte ihn, man spottete über ihn. Man schlug ihn eine Dornkrone mit 10 cm Länge auf sein Haupt. Um sie ganz zu befestigen, schlug man noch einen Knüppel hinterher. Er tat seinen Mund nicht auf. Für dich und für mich. Und jeder Schlag, den er erhielt, war eine Sünde, die wir begangen haben. Nicht nur zur damaligen Zeit, zu allen Zeiten. Jeder Spott, den er erhielt, war ein schlechtes Wort, was unsere Lippen verließ. Jeder schlechte Gedanke, den wir haben über unsere Nächsten, war eine Dorne an der Krone seines Hauptes. Aber er tat seinen Mund nicht auf. Man schlug ihn mit einer Peitsche, wo Metallstücke dran war, das Fleisch von den Knochen. Man sah seine Knochen, man sah seine Rippen. Die Bibel sagt, er war unerkenntlich, nicht mehr von schöner Gestalt. Eine einzige offene Wunde. Aber er tat seinen Mund nicht auf. Er schleppte, obwohl sein Körper geschunden war, den ganzen Kreuz bis oben nach Golgatha hin, über die Via della Rosa. Er tat seinen Mund nicht auf. Die Menschen schlugen ihn weiter, traten ihn, warfen ihn zu Boden, haben es noch nicht mal zugelassen, dass ihm jemand was zu trinken geben konnte oder dass er sich das Gesicht mal kurz abtupfen konnte, damit er was sehen kann. Noch nicht mal das haben sie ihm erlaubt. Dann schlugen sie ihn Nägel durch die Hände, durch die Füße. Er tat seinen Mund nicht auf und dennoch spotteten sie, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig vom Kreuz. Er hätte nur ein Wort sagen müssen und die ganze Welt wäre Staub gewesen. Und nicht nur das, wenn ich noch hinzufüge, Mario, er könnte seine Engel senden, dann Amen. Würden 6000 Legionen kommen. Ja. Und weil, wisst ihr, was 6000 Legionen sind? Wisst ihr, was ein Engel für einen Schaden anrichten kann? Leute, das ist unvorstellbar. Ein einziger Engel kann so viel Schaden anrichten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie mächtig diese Geschöpfe sind. Ja? Wow. Alle Ehre dem Herrn. Mario, kannst weitermachen, Bruder. Und dennoch tat er seinen Mund nicht auf. Er sprach mit ganzer Liebe, mit ganzem Mitgefühl, mit ganzer Hingabe und Leidenschaft. Vater,
Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit hat er nicht nur die Juden zur damaligen Zeit gemeint. Er hat uns alle gemeint, die wir sündigen. Weil Gott ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er kennt dein Morgen, er kennt dein Gestern, er kennt dein Heute. Wisst ihr, als er nach Jerusalem hinzog, sah er die wunderbare Stadt, die herrliche Stadt, aber er freute sich nicht. Die Bibel sagte, er weinte um diese Gottlosigkeit dieser Menschen. Er weinte um die Gottlosigkeit, die heutige Generation. Und ich bin jeden Tag draußen und verkündige das Evangelium. Und ich sage euch, die Welt ist gottlos geworden. Und das Problem ist nicht nur, dass die Menschen gottlos sind. Nein, das Problem ist, dass wir Christen gottlos leben. Das stimmt, das ist wohl wahr. Das ist leider die Wahrheit, ja. Das müssen wir ändern. Wir müssen da besser werden, das ist einfach so, ja. Das kann ich nur bestätigen. Das ist einfach so. Da müssen wir leider die Wahrheit sagen. Es ist einfach so. Zu 100%. Es ist einfach so. Ja. Und das Einzige, was wir doch brauchen, ist seine Liebe. Seine Liebe definiert uns. Seine Liebe hat uns doch geformt. Seine Liebe hat uns gemacht. Im Mutterleib hat sie uns schon geformt und gebildet. Er hat uns jeden Einzelnen geliebt, ehe die Welt erschaffen worden ist. Und das ist doch gerade die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Und das Evangelium ist, Gott sandte seinen Sohn. Dieser war ohne Schuld und war ohne Sünde. Er, der Mensch Gott, echter Mensch und echter Gott. Er lebte ein sündloses Leben. Er erfüllte das ganze Gesetz. Er erfuhr den ganzen Zorn Gottes über sich, anstelle derer, die an ihn glauben. Er nahm ihnen all ihre Schuld. Er vergab ihnen all ihre Sünden. Er hat den Tod besiegt, Halleluja. Er hat die Sünde und die Hölle besiegt, Halleluja. Er hat den Satan besiegt, Halleluja. Er regiert im Himmel mit Macht. Und er kommt wieder, sagt die Bibel. Und er lässt die von den Toten auferstehen, die an ihn glauben. Eine bessere Botschaft findest du nirgendswo. Weder in den Talmud, noch in den Koran, noch in der Zeitung. Die Bibel ist das einzigste Buch, was einen Menschen verändern kann. Die Bibel ist der Kompass, der zu Gott führt. Such Gott nicht in toten Quellen, du findest ihn nicht. Such ihn in die wahre Quelle und das ist die Bibel. Die Bibel kann dich verändern. Es reicht nicht, wenn du eine Bibel zu Hause hast. Du musst sie öffnen, sie lesen, sie leben. Denn nur eine geöffnete Bibel kann dich verändern. Eine geschlossene Bibel verändert dich nicht, mein Freund. Es ist nett, wenn du mal eine Bibel-App hast. Aber die wahre Kunst ist es, sein Wort zu kennen, zu wissen, wo was steht. Deswegen, Leute, jeder mich anschreiben, ich schicke euch eine Bibelhörbuch. Ich meine das ernst, ja. Deswegen, wenn ihr frisch seid im Glaube, lasst euch nicht manipulieren. Ich schicke euch wirklich eine Hörbibel und die ist kostenlos zu downloaden. Ein Bruder von uns in der Community, der Dominik, stellt das zur Verfügung. Und das schicke ich euch dann. Schreibt eine Nachricht oder wenn ihr eine Bibel haben wollt, eine Schlachterversion, physisch, können wir auch was machen. Oder kostenlose Bibel, da könnt ihr das auch bestellen. Aber ansonsten, wenn ihr es gleich haben wollt, dann, wie gesagt, schickt eine Nachricht. Ich werde versuchen, wie gesagt, dann am Wochenende jede Nachricht durchzugehen, jeden diese Hörbibel zu schicken. Und dann passt das, Leute. Ne? Bei aller Liebe. Alle Ehre dem Herrn. Und ja, dann lasse ich Mario weitermachen. Jetzt. Er hat sein Blut hingegeben für uns. Für dich und für mich. Gott hat sich was kosten lassen, am Kreuz für dich zu sterben. Es ist keine billige Gnade. Nein, denn Gott gab alles. Sein Fleisch, sein Blut,
Sein Blut ist vergossen für all unsere Sünden, für all unsere Krankheiten. Und sein Fleisch wurde geschunden, damit wir durch seine Striemen Heilung bekommen, durch seine Wunden gesund werden. Gott ist für uns gestorben. Das gibt uns die Autorität, für ihn zu leben. Lebe nicht für deinen Freund, lebe nicht für deine Eltern, lebe nicht für deine Familie, lebe nicht für deine Kinder, lebe für Gott, den Allerhöchsten. Denn er sollte die höchste Priorität in deinem Leben sein. Sei nicht schlau, sei brennend im Geist. Gott liebt dich bedingungslos und er will nicht, dass du verloren gehst. Die Bibel sagt, Gott hat kein Wohlgefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er umkehre und lebe. Viele fragen natürlich, ja, wenn es Gott gibt, warum sterben dann so viele Menschen? Mein lieber Freund, Gegenfrage, warum lässt du dir nicht das ewige Leben geben? Und nicht nur das, wir fügen hinzu, all diese Dinge müssen passieren, dass der Herr kommt. Diese Dinge müssen geschehen. Es muss prophezeit werden, dass der Herr kommt. Ne? Muss ich auch noch hinzufügen. So. Der Name Jesus Christus ist doch schon Rettung allein. Denn der Name bedeutet, Gott rettet. Und es ist den Menschen keinen anderen Namen gegeben, der uns errettet, außer der Name Jesus Christus. Nicht Mohammed, nicht Buddha, nicht Krishna starb für dich. Nicht der Weihnachtsmann, nicht der Osterhase ging ans Kreuz, sondern Jesus Christus. Und er ist der Einzige, der gerufen hat, es ist vollbracht, auf Hebräisch, Kula. Und er hat den Tod besiegt. Warum willst du einem Mohammed folgen, der tot ist, anzumerken, der im Grab versauert? Mein Herr lebt, sein Grab ist leer, er ist auferstanden. Und so wie er seinen Tod besiegt hat, so besiegt er deinen Tod. Und Jesus Christus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, selbst dann, wenn er stirbt. Die Kirche kann dich nicht retten, Religion kann dich nicht retten. Nichts auf der Welt kann dich retten, keine Philosophie. Allein Jesus Christus. Religion engt ein. Der Vater aller Religionen ist der Teufel persönlich, weil er dich von einer lebendigen, intakten Beziehung zu Jesus Christus wegführen will. Amen, genau. Yes. Du musst nichts tun, Jesus hat alles vollbracht. Du musst dein Herz öffnen und ihn einziehen lassen. Du wirst die Liebe Jesu Christi schmecken. Und ich sag dir noch was, du wirst nie wieder um eine andere Liebe betteln müssen. Sehr schön gesagt, Bruder. Ja. Und wenn du Jesus noch nicht in dein Leben hast, hast du dein ganzes Leben in trügen Sümpfen gefischt. Absolut. Lass dir Jesus nicht entgehen. Wer Jesus als Schnee von gestern abtut, lass mich dir sagen, er ist das Wasser, das du brauchst für morgen. Es reicht nicht, wenn du Jesus nur im Kopf hast. Haben die Muslime auch. Aber sie werden nicht lebendig. Wenn der Jesus in deinem Herzen Raum genommen hat, dann weißt du, was wahres Leben ist. Denn ohne Jesus Christus, da existierst du nur. Aber mit Jesus Christus fängst du an zu leben. Amen. Wow. Mario, du Maschine. Amen. Amen. Du hast sehr schön geredet. Danke dafür. Wirklich. Du hast so gut geredet. Da können wir uns eine Scheibe abschneiden von dir, bin ich ganz ehrlich. Ne? Ja. Alle Ehre dem Herrn. Amen. Oder alles nur durch den Herrn. Ohne den Herrn könnte ich nicht mal vernünftig etwas erklären, in keinem Fall. Ich bin kein sprachbegabter Mensch, in keinem Fall. Richtig. Hast du schön gemacht. Richtig. Wahnsinn. Nee, das hast du wirklich sehr schön gesagt. Du bist gesegnet, Bruder, und wirklich sehr, sehr schöne Worte. Also ich glaube, Leute, ich muss nichts hinzufügen. Ne? Wenn ich mich jetzt groß mache, Leute, ich kann euch nur eine Sache sagen. Mario ist ein gesegneter Bruder. Diese Welt ist vergänglich. Nur durch den Herrn Jesus Christus werden wir die Ewigkeit haben.
Ja. Also damit ist schon alles gesagt. Also Mario, wirklich sehr, sehr schön gesagt, sehr, sehr schön gesprochen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Und ja, Leute, ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt, so viele Likes zu geben. Ne? Ganz, ganz viel Liebe an euch, Leute. Und an Mario, vielen, vielen Dank für dein Speech. Und auch an Juli, vielen, vielen Dank. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Und erstmal an alle, die hier drin sind, möchte ich noch was sagen, bevor wir den Live schließen. Ich bedanke mich wirklich sehr, sehr vielmals für euren Support. Ne? Ihr seid wirklich der Hammer. Ich sag's immer wieder. Und ohne euch würde dieser Stream nichts sein. Ja? Ohne euch würden diese christliche Streams gar nicht geben. Es geht um euch, Leute. Ne? Ohne euch wären wir nichts. Ohne euch wären wir nichts. Und deswegen, ich bin so froh, dass wir über das Evangelium sprechen können, dass unsere Brüder und Geschwister uns pushen. Ja, ich meine das ernst. Ihr pusht den Stream, ihr pusht den Stream von den Brüdern und Geschwistern. Und deswegen wachsen wir auch so. Ne? Ohne euch wären wir gar nichts. Ohne euch wären wir jetzt nicht da, wo wir alle sind. Ich rede jetzt nicht von mir. Ich spreche für alle. Und damit meine ich wir und nicht ich. Wir. Ich sage immer wir. Wenn ich sage wir, dann meine ich euch, Mario, Juli und alle anderen Brüder und Geschwister. Das ist der Wahnsinn. Ja. Wir brauchen dich, du brauchst uns und wir brauchen dich. Wir helfen uns gegenseitig. Ne? Genau, genau, genau. Deswegen, egal welchen Bruder, unterstützt eure Brüder und Geschwister. Ja, ich sag's immer wieder. Oh, okay, ich bin langsam echt. Oh je. Ich mag schon. Ja, es geht langsam Bach unter bei mir. Wenn ich immer so ganz, ganz entspannt bin, Leute, dann ist es ein Zeichen, aufzuhören. Und ich denke, das ist auch gut so. Unterstützt die Brüder. Ja, egal welchen Bruder. Sei es Mario, sei es Juli, sei es Mensa, Urban, Elia, die anderen Brüder. Unterstützt die Brüder. Ja, und Geschwister, wenn sie live sind, geht rein. Hör zu, unterstützen, liken, macht das. Ne? Alle Ehre dem Herrn. Ja, wir haben Brüder, die wirklich mega viel Wissen haben. Matt zum Beispiel hat mega viel Wissen. Ne? Deswegen, Leute, merkt euch eine Sache. Ich liebe euch. Vielen, vielen Dank. Und wann bist du wieder da? Nochmal was? Ich habe ein paar Mal gelesen, dass Leute fragen, wann du wieder kommst. Morgen, oder? Hast du vorhin gemeint, oder? Pace und Umbi sind auch super. Wann ich wieder da bin? Ja, Leute, wann sollen wir denn morgen den Livestream starten? Hat einer eine Ahnung? Könnt ihr mir seine Uhrzeit geben? Halb neun, 9 Uhr. Also wann morgen? Was sagt ihr denn? Los, Leute, mal alle in den Chat reinschreiben, welche Uhrzeit. Ich suche mir eine aus. Oh ja, 19:30, 14 Uhr, 0 Uhr, 20 Uhr, Mama mia, ey, ihr habt ja alle Wünsche, ey, das ist ja der Wahnsinn. Was ihr für Wünsche habt, ey. Wisst ihr was, wir machen das so, wir treffen uns irgendwo in der Mitte zwischen 14 Uhr, 22 Uhr, irgendwo in der Mitte. Also ja? Die meisten schreiben 18 Uhr, 19 Uhr und 21 Uhr, also ich würde sagen... Kann auch sein, morgen etwas später. Ich weiß es nicht. Ne? Wir hoffen denn das. Dann können wir ich hätte eine kleine Bitte an meine Geschwister. Ja. TikTok hat mich ein bisschen auf den Kicker, weil ich eine Evangelisation hochgeladen habe gegen Christopher Street Day. Oh. Jetzt landet mein Video auf keine For You mehr. Oh. Darum bitte ich euch, wenn ihr Lust und Zeit habt, geht auf mein aktuellstes Video und pusht ihn mal ein bisschen, damit auch die Regenbogenmenschen das Evangelium erfahren. Richtig, richtig.
die Regenbogenmenschen, ja, die natürlich die Regenbogen lieben, des Regenbogens, des Regenbogens. Also Leute, wir machen jetzt Pause, bei aller Liebe, ne? Und genau, Leute. Bye, bye. Bis morgen, Leute. I love you guys. Vielen, vielen Dank, Leute. Bis morgen. Und Mario, Juli, ciao, ciao. Ich küsse euch. Ciao, ciao.